Die NDR Talkshow heute mit. Es gibt viele, die ihr Wochenende am Meer verbringen, aber nur einen, der mal eben 48,5 Kilometer von St. Peter-Ording nach Helgoland schwimmt. Er hat das gerade gemacht. André Wirsig ist bei uns. Diese beiden verbindet eine wirklich rührende Liebesgeschichte. Sie waren nämlich als Teenager ein Paar. Dann trennten sich ihre Wege, sie heirateten beide, ließen sich scheiden und trafen sich nach rund 40 Jahren wieder und erleben eine Liebe auf den zweiten Blick. Herzlich willkommen, Margot Käßmann und Andreas Hell. Mal eine der besten Hürdenläuferinnen Deutschlands. Mittlerweile gehört sie zu den erfolgreichsten Choreografinnen im Showgeschäft. Welche Hürden sie im Leben schon überwunden hat, das erzählt uns heute Nikita Thompson. Film-Tycoons, ja, die kennt man eigentlich eher aus Hollywood. Ihr Vater war einer allerdings in Berlin. Arthur, genannt Atze Brauner, hat nach dem Krieg über 500 Filme produziert. Seine Tochter führt das Erbe nun weiter, hat ein großartiges Buch über ihren Vater, aber auch ganz wichtig, die Mutter geschrieben. Alice Brauner ist bei uns. Herzlich willkommen. Arbeitsplatz ist die berühmteste Amüsiermeile der Welt. Sie ist die dienstälteste Domina der Herbertstraße und sie hat, wie Sie sich denken können, eine Menge zu erzählen. Guten Abend, Manuela Freitag. Dann haben wir eine echte Gipfelstürmerin bei uns. Heute eingestartet in die Charts auf 1 mit ihrem neuen Album und das Matterhorn hat sie auch erklommen. Darüber sprechen wir mit der Sängerin Beatrice Egli. Und berühmt wurde dieser Mann als cooler Berliner Tatortkommissar, den er 14 Jahre lang gespielt hat. Heute erklärt er uns, was wir alle wissen, aber nicht so richtig wahrhaben wollen, dass man sich nämlich um die 50 anders fühlt als um die 30. Wir freuen uns auf Dominik Rake. Und meine Damen und Herren, ich freue mich, dass du rechtzeitig dein Wohnmobil verlassen hast, um mit mir durch die Sendung zu führen. Die großartige Bettina Tietje begrüßt Sie heute Abend. Danke, danke. Ja, und was soll ich sagen? Er ist charmant und attraktiv wie eh und je, obwohl ich sagen muss, hinter dieser fröhlichen Fassade, da schlummert das Grauen. Er hat nämlich gerade einen dramatischen Reitunfall hinter sich. Jörg Pilawa! Na ja. Ist das so? Ach. So schlimm wollen wir gar nicht drüber sprechen. Sprunggelenk gebrochen, aber es ist auf dem Weg der Besserung. Naja, also ich meine, wie hast du das gemacht? Bist du wie wild über irgendwelche Pulvermannsgräber gesprungen oder was hast du gemacht? Ich würde gerne eine spektakuläre Geschichte erzählen. Ich fühlte mich wie Schimmelreiter und Winnetou in einer Person, aber ich bin einfach nur im Galopp runtergefallen, weil ich ein schlechter Reiter bin. Mehr ist nicht passiert, aber es ist alles wieder gut. Ich freue mich auf die Runde und die Gespräche, die wir heute haben. Ja, ich freue mich auch total, vor allen Dingen auf ihn, weil er nämlich lange nicht mehr in Talkshows zu sehen war. Heute hat er ein Herzensprojekt mitgebracht und ich muss sagen, ich bin verliebt. Also nicht in ihn, aber in diesen wunderbaren Film. Dominik Rake, herzlich willkommen. Vielen Dank. Als erstes muss ich natürlich mal fragen, wie alt sind Sie? 62. 62. Der Film heißt ja Um die 50, ja, und beschreibt das Lebensgefühl um die 50. Können Sie sich noch so genau zurückversetzen, diese 12 Jahre? Man braucht ja ein bisschen Abstand, um sich zurückzuversetzen. Ja. Und ich bin ja auch Schauspieler und man kann dann auch ein bisschen jünger spielen. Ich spiele so 55, 56. Ja. Kommen wir doch auch noch als um die 50. Also im Grunde ist ja auch so, dass sich alles nivelliert. Ne? Nein, es war auch ganz einfach so, dass ich bin der Älteste aus der Truppe. Wir sind 6 Schauspieler vom Originalcast, die ja jetzt auch wieder antreten. Und die Damen vor allem sind alle ein bisschen jünger. Und das dann um die 60 zu nennen, das wäre uncharmant gewesen. Deshalb haben wir uns auf um die 50 geeinigt. Habe ich mir gedacht. Und habe mich jünger gemacht dadurch. ich bin tatsächlich 62. Ja. Ich habe nämlich gegoogelt. Ich habe geguckt, wie alt ist er denn, wie alt ist Jürgen Tarrak und wie alt sind die Frauen. Ja, wir haben einen Durchschnitt. Und deshalb müsste es eigentlich fast um die 60 heißen. Aber wir wollten nicht diesen Quantensprung machen. Weil wir haben ja um die 30 gedreht, dann wollten wir um die 40 machen. Das ist nichts geworden. Jetzt gleich auf die um die 60 zu gehen, erschien uns ein zu riesen Sprung.
Und dann haben wir uns auf dieser Mitte geeinigt und haben gesagt, um die 50. Wir müssen erst mal von vorne anfangen. Also für die, die es nicht wissen, um die 30 ist ja ein Projekt gewesen, ein Film gewesen, für den Sie auch das Drehbuch mitgeschrieben haben. Vor 25 Jahren lief total erfolgreich, war eine Serie, eine Miniserie. Was war denn das für ein Lebensgefühl, was Sie damals so beschreiben wollten, um die 30? Das Projekt um die 30 ist entstanden, dass Ralf Hüttner und ich, Ralf Hüttner, der auch Regie führt in beiden Filmen und der, mit dem wir das zusammen, mit dem ich das Drehbuch zusammengeschrieben habe, dass wir gesagt haben, und das war Ende der 80er Jahre schon, wo sind wir eigentlich im deutschen Fernsehen? Ja? Also wir waren um die 30 und haben gesagt, das ist irgendwie doch nicht, dieses Lebensgefühl, was wir empfinden, das wird nicht dargestellt in Diese Trombuschs oder im Traumschiff oder in anderen Serien, die es so in der Zeit gab und so erfolgreich waren und die auch versucht haben, also gut, Traumschiff nicht, aber andere Sachen, wo wir uns nicht abgebildet fühlen. In dieser Not oder in diesem Bedürfnis zu sagen, es muss da auch mal was über uns geben und unser Lebensgefühl ist um die 30 entstanden. Und also für uns war, ich sag mal, Miami Vice war der Standard. Ja. Genau, natürlich. Na? Also wenn schon, denn schon. Kann ich nur bestätigen. Ja, also deshalb auch die Optik, deshalb auch die Looks, dass das Ganze auch also attraktiv ist zum Anschauen. Ja? Aber auch ganz ernsthafte Themen. Wir haben uns mit Gleichaltrigen getroffen, wir haben so eine Art Umfrage gestartet, haben gesagt, was sind deine Themen, was interessiert dich? Und dann haben wir drei Paare entwickelt, ja. Im Zentrum, ich nenne es mal das romantische Paar, Natalia Werner und ich, ein Fotomodell und ein Automechaniker. Ist das romantisch oder nicht? Ja, das ist schön. Dann hatten wir dieses etwas tragische, melodramatische Paar, das war Bruno Ayron und Katrin Fleming. Eher so dieser good-looking Guy, der irgendwie bei Frauen immer, aber er hat sie nicht gekriegt. Das war für ihn er wollte immer diese Frau kriegen, hat sie nicht gekriegt. Mhm. Und das dritte Pärchen, das komödiantische Pärchen, war Susanne Schäfer und Jürgen Tarrach. Eher so ein Typ, der immer was Neues unternehmen will und immer wieder auf die Schnauze fällt. Sie, sein Support, aber auch irgendwie unzufrieden mit so einem Typ, der eigentlich wie ein zweites Kind ist für sie. Und dann beginnt sie in einer Affäre. Das war das Setup von um die 30. Und unser Thema war, keine Kinder kriegen zu können. Also wir haben schon versucht, ernste Themen zu übernehmen. Und das aber dann sehr, ich sag mal, undramatisch. Ja? Nicht wie eine Soap, die alles hochfährt, ja? Sondern eher ein bisschen unten zu erzählen. Und sehr lebensecht. Also ich finde es sehr lebensecht. Ich habe mir jetzt beides angeguckt, natürlich, weil ich es auch gar nicht mehr so in Erinnerung hatte, die ist um die 30. Ich finde, wir sollten kurz mal reingucken, damit die, die es nicht kennen, auch so ein Gefühl dafür bekommen, was das eigentlich war für eine Serie. Bitte friss nicht so viel. Das war keine gute Idee, ihn an den Grill zu lassen. Carlo wird nämlich immer fetter. Vielleicht einmal frei, ne? Ihr seid jetzt in einem gefährlichen Alter, um die 30. Das sind biologische Schlüsseljahre. Wer da dick wird, kriegt es nie mehr weg. Ich bin doch dicker geworden. Oder bin ich dicker geworden? Du bist doch nicht verheiratet. Jetzt musst du danach ein Haus bauen, einen Baum pflanzen und ein Kind kriegen. Dann hast du es geschafft. Mit 20 habe ich gedacht, dass ich mit 30 erwachsen bin. Jetzt denke ich langsam, wir werden nie erwachsen. Wir werden einfach nur älter. Den Spruch kann man sich eigentlich so problemlos übers Bett hängen. Ne? Für jedes Jahrzehnt, wir werden hier erwachsen. Super. Aber es hört auch nicht auf, der Spruch. Ja. Nee, eben. Auch mit 60 nicht. Nee, kann ich nur bestätigen. Wie wehmütig und wie nostalgisch wird man denn, wenn man sich dann so, mussten sich ja auch erstmal angucken, wieder reinversetzen, wenn man das so sieht? Naja, das ist, ich meine, wir waren ja Babys. Also wenn du das anguckst, dann denkst du, das sind Kinder, die Erwachsene spielen. Ja? Also jetzt aus der heutigen Perspektive. Es war hoch emotional, ja. Also das sich wieder anzugucken natürlich, weil wir das natürlich zur Vorbereitung der Fortsetzung brauchten. Ich meine, wir haben es ja geschrieben, es war ja in unseren Köpfen drin, aber das noch mal zu sehen. Und vor allem war hoch emotional, sich jetzt wieder zu treffen im letzten Sommer und in dieser Gruppe sich wieder zu begegnen und die gleichen Figuren eine Generation später noch mal zu spielen. Ich meine, das ist ja eine Sache, wann hast du das als Schauspieler? Wann hast du so eine Chance, diese Rolle weiterzuerzählen? Ne? Peter Bogdanovich hat das mal gemacht mit Jeff Bridges vor vielen Jahren. Also es gab ein paar Beispiele in der Filmgeschichte, aber es ist eine Seltenheit. Und deshalb war das für uns, weil um die 30 für alle Beteiligten auch eine Karrierestufe war. Ne? Da wurden viele, Natalia Werner, Jürgen Tarrach, der nie vorher gedreht hatte. Genau, Katrin Fleming, Bruno Ayron und Susanne Schäfer. Also da ging ja auch was auf. Das heißt, es war für uns alle damals schon 5 Monate Drehzeit ein hochemotionales Projekt. Und uns jetzt wieder zu treffen, das war eigentlich
zum Heulen. Das glaube ich. Wir können ja mal die Einzige in unserer Runde fragen, die um die 30, 31, ne, bist du, Beatrice? 33. Oh, 33. Ich habe gleich drei, zwei von den drei. Siehst aus wie 31. Aber jedenfalls, du bist ja die Einzige in diesem Alter. Wie würdest du dein Lebensgefühl im Moment mit um die 30 beschreiben? Also ich fand das gerade richtig gut, weil mit 20 dachte ich auch, als ich noch auf Partys war, dachte ich, was machen die 30-Jährigen noch hier auf diesen Partys? Und heute bin ich das selber und denke so, Gott. Also man fühlt sich halt so eigentlich total jung noch und total, also ja, und ich glaube, das ändert sich wahrscheinlich nie, so wie ich das immer wieder höre. Und gleichzeitig ändert sich doch etwas. Du hast ein anderes Bewusstsein plötzlich für Politik, für Gesellschaft, was du natürlich mit 20 noch nicht so wahrgenommen hast. Und die Sprüche, die man hört, ja, werde erst mal wachsen, dachte man mit 20, ja. Also. Und heute denkst du, bist es ein bisschen mehr, aber irgendwie wirst du es auch nicht. Also ich merke es an mir, es ist so, mit 30 ist so, gerade so ein Twist, der passiert. Einerseits die Frau, die ranwächst, und einerseits eben auch noch das Kind, oder der Teenie auch, der in mir steckt. So. Frau Giesmann, was waren Ihre Themen, als Sie so 30 waren? Also 30 war natürlich so auch Rush-Hour des Lebens. Also da hatte ich schon drei Kinder, habe im Beruf angefangen. Also ich habe 30 als unwahrscheinlich anstrengend erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, anstrengend. Ich fand es anstrengend, ja. Also ich finde, mit 60 ist man immer noch relativ jung. Ich bin schon 63, aber also dieses Gefühl bleibt aber trotzdem, so alt bin ich doch noch gar nicht, komme ich mir auch nicht vor. Stimmt, alt sind die anderen, man selber nicht. Ja, genau. Ja. Aber wenn man sich dann so wieder trifft, also in derselben Besetzung, haben Sie auch mal darüber gesprochen, so philosophiert, was wäre aus mir geworden, wenn die Weichen an einer gewissen Stelle vielleicht anders gestellt worden wären? Naja, das ist ja eine große Frage, ne? Also die hast du, mit 30 hast du natürlich den Druck, du bist also jetzt auch in unserer Branche Karriere machen, ne? Und auch Familiengründen, all die großen Themen. Also da ist ja ein unheimlicher Druck drin. Also wie Frau Kiesmann auch sagte, du bist ja voll im Leben. Das ist ja, ne? Es überfordert einen auch manchmal ein bisschen. Das ist schon hart. Und diese Weichenstellung mit 50, um die 50 heißt der Film, gibt es ja noch mal so einen Moment, wo du denkst, ach, hätte ich schon die Weiche anders gestellt, Mann. Ja, 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 genau. Wäre ich doch dahin gegangen. Ja? Da gibt es ja dann Leute, die sich trennen. Die Kinder sind aus dem Haus und plötzlich weiß man nicht mehr, warum ist man überhaupt noch zusammen. Oder dass man sagt, hey, ich bin auch noch jung, ich muss dann noch mal durchstarten, ich muss noch mal was anders machen. Und mit 60 bist du dann, ist so mein Empfinden, da wird man ein bisschen milder mit der eigenen Biografie. Und da ist es nicht mehr so entscheidend mit dieser Weiche, weil man sagt, okay, ich bin halt nach links gegangen und nicht nach rechts gegangen. Und man schließt so ein bisschen Frieden damit und nimmt es, also ich nehme es inzwischen so auch als Ressource eigentlich, ja. Also nicht zu sagen, oh Mist, warum habe ich das nicht gemacht und warum bin ich nicht dahin gegangen, sondern zu sagen, ach guck mal, es war doch interessant, dass ich den Weg gegangen bin und darüber bin ich dahin gekommen und dann ist das passiert. Also so ein bisschen Frieden machen mit seiner eigenen Biografie, das kann man dann vielleicht, wenn man um die 60 ist. Darf ich mal fragen, ich habe gesehen, Sie haben gerade miteinander gesprochen. Was haben Sie gerade besprochen? Entschuldigung. Nein, das fand ich sehr gut. Weil das war zum Thema, das habe ich mitbekommen. Wir haben beide gerade gesagt, dass man das sehr gut dass wir das gut nachvollziehen können, weil dieses Gefühl Anfang 60, dass du dann sagst, ich schließe meinen Frieden damit. So war es halt, das Leben. Und ist es, bei euch ist das so. Ja, für uns ist das so. Ich auch, also ich habe auch das Gleiche gedacht, man wird im Alter nachsichtiger. Also nachsichtiger mit dem, was man selbst getan hat, nachsichtiger mit vielleicht Auseinandersetzungen mit Dingen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben. Nachsichtiger mit Konflikten, die mal da waren. Und ich glaube schon, dass das macht das Alter. Das ist die Lebenserfahrung, die uns dazu bringt, das glaube ich. Ja. Nikita, muss einmal dich fragen, weil bei dir ist ja, du bist ja dazwischen. Du bist ja um die gerade knapp 41 geworden. Eben, um die 40. Um die 40. Also das junge Ding. Das junge Ding. Oh, danke. Siehst du denn in den 10 Jahren, ich meine, hat sich da bei dir viel getan, auch wenn du nicht selber reinguckst, in diesen Jahren zwischen 30 und 41? Absolut. Da hat sich sehr viel getan. Ich stehe viel mehr zu mir selbst. Ich spreche die Dinge klar an und schäme mich nicht dafür, sondern ich stehe zu mir, weil nur das kann ich tun, um mir selber zu gefallen und mir treu zu bleiben. Das finde ich interessant. Eine ganz interessante Zeit finde ich das auch zwischen. Im Grunde ist jede Zeit interessant. Aber kurz bevor wir reingucken in die um 50, wie schwer war das eigentlich? Was? Ich freue mich jetzt aufs Älterwerden. Das wird nur noch besser. Das wird nur noch besser. Ja, ja, absolut. Ja, also wenn man so coole Alte um sich rum hat, kann man dich auch. Ja.
Aber Dominik, wie schwer war das? Sie haben ja gerade gesagt, also es war so klasse, wieder exakt dieselbe Besetzung zusammenzukriegen. Wie schwer war denn das? Sind doch alles viel beschäftigte Leute. Also das überhaupt hinzukriegen, dass die alle konnten und auch alle Lust hatten. Ne? Also Lust hatten, ich bitte Sie, ja, also meine Hallo. Also wer die Chance verstreichen lässt, ist selber blöd. Nein, natürlich, die waren ja, nein, das war ja, wie gesagt, das war so ein wichtiges Projekt für alle, dass alle unbedingt auch mitmachen wollten. Und dann musste es ein bisschen terminlich so hin und her schieben. Und dann kam Corona, da mussten wir eh verschieben. Und dann haben wir letzten Sommer gedreht. Hammer. Genau jetzt, vor einem Jahr, hatten wir am 30. August, hatten wir, glaube ich, den letzten Drehtag. Ah, Mensch, da haben wir sozusagen genau das richtige Heimspiel. Ja. Wir haben eine Szene rausgesucht, weil es gerade darum ging, dass man vielleicht mal bereut, die Weichen vielleicht doch nicht anders gestellt zu haben vor Jahren. Da trifft das alte Liebespaar, also das Model und der Automechaniker, Natalia Wörner, und sie trifft aufeinander. Und ja, das Gespräch sagt so einiges aus. Was ist eigentlich mit deiner Frau? Wieso? Was soll sein? Wieso? Ist alles okay bei euch? Seid ihr glücklich? Ich kann jetzt nicht für Henriette sprechen, aber mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Ich bin zufrieden. Zufrieden? Bist du glücklich? Ja, auch glücklich. Das ist doch gut. Mhm. Ja. Wir haben uns ewig nicht gesehen. Und alles ist wie immer. Kann man alles Braun hat auch gerade sehr interessiert hingeguckt. Diese Frage, ne, bin ich glücklich? Stellt man sich die zu selten im Leben? Oder gehören Sie zu den Menschen, die sich sehr oft stellen? Ich stelle sie mir gar nicht. Ich bin von Anfang an wahnsinnig glücklich. Ich bin unglaublich dankbar für mein Leben, für wo ich reingeboren wurde. Und habe auch die Diskussion verfolgt mit dem Alter und kann nur sagen, ich habe Eltern, die einfach jedes Jahr, ich meine, mein Vater ist fast 101 gewesen und hat noch immer schneller gerechnet als jeder Taschenrechner, für den gab es das Wort Rente oder Rentner gar nicht. Das gibt es einfach nicht. Ja? Meine Eltern haben jedes Jahr gelebt, also als ob das das Letzte wäre, und alles mitgenommen und mit 90 noch auf den Tisch getanzt. Für mich ist Alter alterslos, für mich gibt es den Begriff gar nicht. Ja, ja, das war schön. Okay. Dieser Begriff Glück, ne? Also es geht ja darum, zufrieden und glücklich. Das ist ja schon doch ein Unterschied. Und er schert das so über einen Kamm. Also wie ist es bei Ihnen? Naja, es ist ja auch eine Provokation von Natürlich ihr. Eine Provokation. Also hallo. Ja. Ich meine, sie weiß, man muss dazu wissen, er ist neu, hat eine neue Frau und einen Ziehsohn. Sie ist mit einem anderen Mann, mit einem älteren Mann in Paris. Und sie sehen sich nach langer Zeit, also nicht nach 25 Jahren, aber nach langer Zeit wieder. Und jetzt, und es ist eine Liebesgeschichte, ja, also deshalb meine ich auch, wie man das erzählt. In einem anderen Film würden die jetzt sagen, ah, oh, ich habe dich so vermisst, und ja, der ganze Schmalz würde da riefen. Aber deshalb haben wir gesagt, nee, das erzählen wir ganz anders. Wir machen es eher, weil das ist ja, genau das ist ja der Konflikt in diesen zwei Figuren, dass da irgendwie ein Magnetismus ist, eine Anziehung ist, aber man das nicht erlauben kann. Ja. Und dass man eben das fast über eine gewisse Art Form von Aggression von ihrer Seite und von ihm eine, ja, ich will das gar nicht ansprechen. Und trotzdem ist es da. Ich habe die Frage auch als Provokation empfunden. Bist du eigentlich glücklich? Ja, ja. Du kannst doch nicht glücklich sein. Ja, genau. Also was ist denn das? Ja, und er sagt, kommt dein Mann nicht bald ins Altersheim? Ja. Also, weil er ein bisschen älter ist. Also das, ja, also man dreht sozusagen diese Idee des, ne, der Romantik ein bisschen. Man erzählt sie anders. Es ist trotzdem romantisch. Ja, also das werden wir dann in der nächsten Szene sehen. Die sehen wir heute nicht, aber wenn man einschaltet, wird man die sehen. Da gibt es noch. Ja, das ist aber interessant, weil Nikita sagt gerade, sie hat sich als Provokation empfunden, diese Frage. Ne? Ich habe natürlich jetzt auch ein bisschen geschauspielt. Es ist so typisch Frau, ne? Wir stochern so ein bisschen rum und der Mann hat seinen Stahlanzug an und sagt, breite alles ab, ich bin Kruppstahl. Natürlich nicht. Ja, aber das ist ja oft im wahren Leben auch so, dass Zufriedenheit und Glück ein bisschen durcheinander gebracht wird, dass Menschen, die sich nicht trauen, ihr Glück zu suchen, dann sagen, wieso, ich bin doch zufrieden, kann doch so bleiben. Mhm. Glaube ich, dass das ja, ist auch manchmal schwer, ist ja auch ich finde es auch manchmal schwer, es so klar zu definieren, genau, wenn du in der Situation bist. Ja. Ja, also ja, kann ich sagen, ich bin glücklich, aber bist du wirklich glücklich? Ja? Und dann fängst du natürlich an und dann zählst du zusammen und
Das ist ja eine Frage, die wir uns so nicht jeden Tag stellen, weil da würden wir verrückt werden. Ja? Also wir müssen auch irgendwie sagen, ja, mir geht's gut, genau. Um weiterzumachen. Ja? Genau. Und dennoch arbeiten Sachen in uns drin, in unserem System. Aber das glaubt einem heute gar keiner mehr. Nee. Was, wenn du sagst, wenn du gefragt wirst, bist du glücklich und du sagst, ich bin total glücklich und zufrieden. Ja, wirklich? Also bist du wirklich? Das kann doch nicht sein. Bist du, bist du wirklich? Aber genau das spielt eigentlich keine Rolle, denn Glück ist ja kein Dauerzustand, sondern so wie du gesagt hast, ich bin zufrieden, ich bin dankbar. Ich kann ja nicht die ganze Zeit Glück rufen. Du musst ja auch noch arbeiten gehen, ne, und sich mal Zähne putzen. Also nein, es ist ja kein Dauerzustand. Es ist eine Lebenseinstellung. Genau. Ja, das ist, oder Zufriedenheit, das genau, ist die Einstellung. Ja, ja. So, wir wollen natürlich gar nicht allzu viel verraten. Es ist natürlich wirklich schön, was also sich da an Querverbindungen und an emotionalen Verwicklungen alles ergibt in Um die 50. Was wir aber unbedingt mal uns angucken müssen noch, es gibt ja so herrliche Making-of-Videos da auf Ihrem Instagram-Account. Und da lernen wir zum Beispiel, dass Jürgen Tarrach ist doch, also für ihn war es eine körperliche Herausforderung, gewisse Szenen zu drehen. Hier der Beweis. Boah, ist das gut. Das ist doch gut für ältere Leute, hoch. Das ist wirklich hoch, guck mal. Boah, ich muss 120 Kilo jetzt heben. Ja? Mach mal 120 Kilo. Wir sind noch nicht da. Wir sind noch nicht da, wo du sein musst. Aber ich bin Schauspieler, ich bereite mich vor. Ja, ich weiß. Bier? Nee. Ja, wir müssen lauter sprechen, weil der Wagen so laut ist, ne? Ja. Bier? Ja. Und bitte. Bier? Nee. Danke. Ich war zu laut. Also habe ich gar nichts gesagt. Wir hatten sehr viel Spaß. Und mit Jürgen hat man immer Spaß, weil er immer am Stöhnen ist, weil es immer zu schwierig ist. Es ist zu heiß, es ist zu kalt, es ist zu hoch, es ist zu niedrig. Ja, also, herrlich. Aber wenn man Sie so anguckt, ich meine, haben Sie über top durchtrainierte Figur, irgendwie wirklich der Jugendliche, haben Sie ich überhaupt keine Wehwehchen? Ich habe einen engen Anzug an, das ist alles. Ja. Haben Sie keine Alterserscheinungen? Tut doch, Ihnen jede gar Menge. Ja? Jede Was denn? Menge. Ich habe es am Knie. Okay, beruhigend. Aber nur an einem Knie, man kann es ja positiv sehen. Ja, ich habe es eigentlich bei beiden Knien, aber das ist echt ein Problemknie. Also deshalb kann ich den Jürgen verstehen manchmal. Aber bei ihm ist es noch ein bisschen schlimmer. Nein, das, ja, jede Menge. Alles Mögliche. Man wird, also ich, deshalb sage ich auch, es ist schon, also mit 60 bist du alt, ja. Also bist jung alt, aber bist alt. Ja, ja, mir tut heute gar nichts weh, aber ich bleib, sitze ja auch ganz ruhig. Also insofern, bis zum Ende der Sendung wird es gehen. Also wir freuen uns schon auf um die 70, aber erst freuen wir uns mal auf um die 50. Ja. Und um die 30. Und alles in der ZDF-Mediathek schon zu sehen. Ja, und ab Montag gucken. Bingen, 6 Stunden um die 30 bingen. Und genau. Dann, bam, bam. Und dann im ZDF gucken. Alles klar. Wir freuen uns, dass die Erdbeeren hier sind. Ich muss gerade deinen Satz noch verdauen. Also bis zum Ende der Sendung kannst du es im Sitzen noch aushalten. Was kommt danach? Legst du dich dann gleich hin? Oder was? Nein, ich meine, solange tut mir nichts weh, solange ich nicht auf diesen Schuhen zum Beispiel gehen muss oder solche Dinge. Aber meine Damen und Herren, wir haben ja eben schon Making-of-Bilder gesehen, das hätten wir auch mal zeigen müssen. Bettina kommt immer barfuß in diese Sendung rein und zieht sich erst im Sitzen die Schuhe an. Ja, weil ich kann da nicht drauf gehen. Ja. Also Manuela Freitag, kann ich jetzt schon sagen, Manuela Freitag, wenn man beachte bitte Ihre Schuhe, hat mich eben so sehr mitleidig angeguckt und hat gesagt, das sieht man, dass du auf den Schuhen nicht gehen kannst. Vor allem knirscht es auch noch so schön beim Gehen. Ja, quietschen auch noch. Ich muss sagen, unser nächster Gast, mit dem wir sprechen, hat auch Schuhe an, auf denen möchte ich nicht gehen müssen. Aber sie hat vorhin gesagt, ich gehe da gerne drauf. Wir begrüßen in der Runde Alice Brauner noch mal recht herzlich. Ja, leider viel zu wenigen weiblichen Filmproduzentinnen in Deutschland, die auch wahnsinnig erfolgreich ist. Ne? Warum gibt es eigentlich so wenige erfolgreiche Filmproduzentinnen in Deutschland? Also wahnsinnig erfolgreich erstmal danke, stimmt mal gar nicht, aber ich bemühe mich. Ja. Es gibt wahnsinnig wenig, also es gibt viele Producerinnen, die angestellt sind in großen Konzernen. Es gibt halt wahnsinnig wenig Unabhängige, weil man so eine Risikobereitschaft an den Tag legen muss, weil du immer mit sehr viel Eigenkapital in Projekte gehst, jedenfalls Besessene wie ich. Und weil nicht offensichtlich, weiß ich nicht, ob das an der Frau liegt, aber es gibt auch wenig...
männliche unabhängige Produzenten, die mit so einer Risikobereitschaft in Projekte gehen. Und mein Vater hat schon zu mir gesagt, ich finde es gut, was du machst, aber du bist so besessen, dass du noch deinen letzten BH versetzen würdest von Filmen. Und das stimmt. Und da muss man echt aufpassen. Und wahrscheinlich aus dem Grunde heraus. Und wir haben aber das große Glück, dass wir sozusagen drei Säulenmodelle in der Firma haben. Wir haben die Filmstudios, wir haben die Produktion und wir haben die ganzen tollen alten Filme meines Vaters, die ich alle sukzessive digitalisieren lasse, sodass sie alle heute noch Winnetous und Dolch Shatterhands und Dr. Mabuses und wer nicht alles im Fernsehen zu sehen ist. Ich habe schon ein gutes finanzielles Polster, um das Risiko aufzufangen, falls es zu schlimm wird. Ja. Man muss sagen, es ist ja fast genetisch bedingt, dass sie dann irgendwann den Beruf auch ergreifen mussten. Arthur Brauner, 500 Filme produziert nach dem Krieg, das ist schon eine Zahl wahnsinnig. Und da gehören die ganzen Filme dazu, die Sie aufgezählt haben. Aber eigentlich, das habe ich gelesen, wollten Sie ursprünglich Formel-1-Pilotin werden. Oh. Wow. Das war Angeberei. Nein, ich fahre nicht lieber schnelle Autos. Genau. Da muss ich, weil wir sind ja in der Region hier angesiedelt, wo Flensburg ist. Nicht? Wie viele Punkte haben Sie denn? Keinen einzigen. Nein, nie zu schnell gefahren. Ich fahre rasend schnell, aber ich passe wirklich auf, dass ich nur da schnell fahre, wo man schnell fahren darf. Und nein, es kann echt sofort nachkontrolliert werden. Aber es war echt ein Kindertraum. Es war ein Kindheitstraum, weil meine Mutter immer Sportautos gefahren ist. Ja. Und dann habe ich tatsächlich vor, weiß nicht, 12 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, da, mein roten Hengst geschenkt bekommen, einen uralten Ferrari. Wow. GTS 308 Quattro Valvole, das ist der Magnum Ferrari und mit dem fahre ich zur Entspannung auf Berlins Auto. Andere kriegen feuchte Hände, wenn sie daran denken, aber zur Entspannung Ferrari fahren, das ist gut. Also ja, Jürgen Tarrach würde da nicht einsteigen oder zumindest nicht mehr rauskommen. Nicht mehr rauskommen, das ist das Problem. Das ist der Magnum. Du bist das, den ich immer auf der Heerstraße höre. Ja. Das ist das Magnum Auto. Ich dachte nämlich schon immer, der kommt mit das ist das Magnum, also original, nicht das Original, aber das ist das Magnum-Auto. Er muss aber umgebaut werden für ihn, weil er saß, also wenn man sich da reinsetzt, er hatte die Windschutzscheibe immer bis hier sozusagen. Ich bin ja kleiner und da muss das Auto echt für ihn umgebaut werden. Meins ist original. Ja, toll. Wir haben noch ein paar, da sehen wir es gerade mal. Das finde ich übrigens auch toll, dass dieses Foto von Ihnen auch so gezeigt wird, weil viele Leute sagen, ich fahre kein Auto mehr, ich bin elektrisch unterwegs, ich gehe zu Fuß, ich Verbrennungsmotor, aber Sie gehen damit ganz offen um, haben das ganz offen. Ja, es ist ein Problem. Also ich bin total leidenschaftlicher Autofahrer, ich sag's nochmal. Aber jetzt frage ich mich tatsächlich, wenn wir alle auf E-Mobilität umsteigen, was passiert mit all den Oldtimern, die wir alle haben? Also was passiert damit? Ehrlich, ich weiß nicht mehr, was damit gemacht werden wird. Und auch mein Wagen, ich meine, der ist heute noch ein Vermögen wert und wahrscheinlich in 2 Jahren nichts mehr. Ich überlege jetzt schon, ob ich ihn verkaufe, der Umwelt zuliebe, natürlich. Ich kann Ihnen sagen, mit einem Tesla kann man genauso schnell fahren. Also ich werde mit Sicherheit schnellstmöglich auf E-Mobilität umsteigen. Aber das ist ja ein Herzensauto. Also ich liebe den einfach. Das riecht allerdings. Und das ist auch keine Angeberei oder keine Protzerei. Das ist wirklich ein uralter, über 30 Jahre alter Traumwagen. Und wenn ich ja auch schon in dem Alter um die sowieso bin, erzähle ich jetzt nicht, da wird mal weniger fotografiert. In dem Wagen wird man ständig fotografiert. Wir haben nochmal ein paar Bilder zusammengestellt aus dem Leben Ihrer Eltern und auch aus Ihrem Leben, bitte. Diese Frau hat ein Herz für politische Wissenschaft, für Journalismus, für Moderation und für Filmkreationen samt eigenem Studio. Mit dem richtigen Schwung ist sie ein Ass als zupackende Produzentin. Die äußerst gern Gas- und gastgebende Großstädterin schaut auf eine sehr beeindruckende Fotosammlung voller Preise, Promis, Produktionen und Prosecco. Der Blick für das Gute wurde ihr von klein auf von Vater Arthur Brauner beigebracht. Über 70 Jahre Ehe, übermäßig gutes Enkelverhältnis, über 100 Lichtspiele mit den Übergrößen des Filmgeschäfts. All das war die beste Schule für sie. Ein filmreifes Vater-Tochter-Verhältnis, das sie im Herzen trägt. Ein Hoch auf Alice Brauner! War eine Menge drin, auch Bilder von Ihren Eltern. Sie haben es schon gesagt, Ihr Vater ist fast 101 geworden. Gibt es, ich habe mal geguckt, in Deutschland gibt es ungefähr 5000 Menschen, die das Alter von 100 überschritten haben. 3/4 davon sind Frauen. Gibt es irgendwas an Lebensweisheiten, was Ihnen Ihr Vater mitgegeben hat, um auch diese 100 zu erreichen? Meine Mutter. Ja? Ja, das war meine Mutter. Also mein Vater, also die hat wirklich auf alles geachtet. Also er musste jeden Tag Gymnastik machen mit so einem Gymnastikstab. Immer geschrien wie Tarzan. Durfte morgens nur Müsli oder Knäckebrot essen. Sie hat sehr auf ihn geachtet. Aber was mein Vater von Anfang an hatte, also mein Vater hat nie geraucht, weil sein Vater
einen Herzinfarkt bekommen hat wegen Zigaretten. Also er hat nie geraucht, er hat das total abgelehnt. Und der hat eigentlich nur auf Festen getrunken. Nikita und ich haben schon darüber gesprochen. In unserer Familie wurde Wodka mit der Milch aufgesogen. Und Wodka scheint gesund zu sein. Absolut. Also wenn er getrunken hat, dann überhaupt nur Wodka. Aber wirklich sehr, sehr, sehr in Maßen. Mhm. Wie würden Sie das Verhältnis zu Ihrem Vater beschreiben, das Sie hatten? Also eigentlich ganz toll. Ich war das Nesthäkchen und erstmal ganz toll. Dann kam die Pubertät, das war ein Desaster. Mhm. Warum Desaster? Sie durften plötzlich nichts mehr oder hatte er Angst oder was war? Wir hatten ja einen sehr großen Altersunterschied und jedes Mal, wenn ich weggegangen bin und ich war dann schon sage und schreibe 22, 23, 24, dann habe ich immer so Berge von Zetteln in meinem Zimmer gefunden. Es ist 20 Uhr, du bist immer noch nicht zu Hause. 20 Uhr. Es ist 22 Uhr, du bist immer noch nicht zu Hause. Es ist 24 Uhr, ich hole die Polizei. Und bis 4 Uhr morgens hatte ich dann echt so eine Zettellandschaft angehört. Ich erinnere mich, als er dann einmal echt ehrlich, ohne Witz, vor meinem Zimmer geschlafen hat. Und ich wollte so über ihn steigen und er hat mich echt hier gegriffen. Das war die Hölle. Und das Internat hatte ich aber da schon hinter mir. So von 15 bis 18 haben sie dann mich gar nicht in den Griff bekommen. Und dann kam ich sehr aufs Internat, übrigens in der Schweiz, St. Gallen. Institut auf dem Rosenberg. Und da wurde ich vorgestellt, das war der Hammer übrigens, da wurde ich vorgestellt als Tochter eines berühmten Pornofilmproduzenten. Da war man gleich nach in Freiheit. Das war der Hammer. Bis ich dann erzählt habe, dass es nur Winnetou und Deutsch Shatterhand war, da waren sie wieder alle weg. Aber auf jeden Fall. Nein, es war, und dann ging es sehr, sehr gut. Also, solange ich Journalistin war, Moderatorin, das war alles noch okay. Und dann hat aber 2005, da hat er gerade den letzten Zug gedreht, das war Regie, Gott hab ihn selig, Josef Vilsmaier und seine Frau Dana Wawarowa. Und das war der letzte Zug, die Geschichte vom letzten Zug von Berlin Gleis 17 nach Auschwitz. Und da hat er ganz große gesundheitliche Probleme bekommen. Und wir wussten immer, alle drei Geschwister und ich, dass wir lieber nicht ins Filmgeschäft gehen, weil meine Mutter immer gesagt hat, es gibt eine riesen Schattenproblematik. Ihr werdet immer im Schatten von ihm untergehen, also macht das nicht. Und dann kam er aber 2005 zu mir und meinte, du musst mir jetzt helfen. Und da meinte ich auf keinen Fall. Es gibt immer nur zwei Meinungen, deine und die falsche. Und ich will nicht die falsche sein. Und daraufhin hat er dann gesagt, nein, du musst kommen, du kannst nicht alles das, was ich aufgebaut habe, untergehen lassen. Und dann habe ich erst meine große Leidenschaft zum Film entdeckt. Und wir haben einen sehr großartigen Film fertiggestellt. Und ja, dann ging es weiter. Und dann haben wir tatsächlich große Konflikte gehabt, weil er Filme machen anders verstanden hat als ich. Er war dramaturgisch genial, gar keine Frage, er war überhaupt genial, aber er war dramaturgisch auch genial. Und es ist aber so, ich meine, er hat den Holocaust erlebt. Mhm. Und ich habe ihn nicht erlebt. Und er wollte, dass in seinem Film alles das in aller Brutalität gezeigt wird, was passiert ist. Und ich habe es nicht erlebt und ich habe gesagt, lass uns das subtiler angehen, psychologischer, lass uns das anders erzählen. Weil selbst mit einer Psychologie, also wenn man die Leute reinzieht, indem man ihnen das erzählt, aber nicht unbedingt alles knallhart serviert, das ist wie ein Krimi und ein Thriller. Ja? Muss ich also jetzt jede Leiche zeigen extra oder mache ich das viel subtiler über die Dramaturgie der Geschichte? Da haben wir sehr gestritten, aber ich habe ihn verstanden, ich konnte ihn immer verstehen. Ich habe mich gefragt, Die Familien Ihrer Mutter und Ihres Vaters sind ja dann nach dem Holocaust nach Brasilien bzw. nach Israel gegangen. Warum haben Ihre Eltern gesagt, wir bleiben in Deutschland? Weil mein Vater zu dem Zeitpunkt schon angefangen hat. Also er war schon immer filmbesessen, er hatte schon angefangen. Und weil er sich vorgenommen hat, damals den Deutschen in der Form von Film den Spiegel vors Gesicht zu halten und zu sagen, schaut mal, was sie gemacht hat. Aber ich muss wirklich dazu sagen, das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich habe dieses Buch geschrieben und hatte als Basis das Tagebuch meines Opas, der direkt nach dem Krieg alles aufgeschrieben hat. Und er hat sein Tagebuch mit zwei Sätzen begonnen, die da heißen, ich kann nicht ein ganzes Volk für die Verbrechen Einzelner verantwortlich machen. Ich habe gelernt, dass es in jedem Volk gute und schlechte Menschen gibt. Mhm. Und das ist auch genau der Grund. Meine Eltern haben den Glauben an Deutschland nicht verloren. Sie wussten, dass es gute Menschen gibt, sie wussten, dass es schlechte Menschen gibt. Und deshalb haben sie sich ehrlicherweise auch lange Zeit sehr wohl gefühlt in Deutschland und nie mit der Entscheidung gehadert, dass sie nach Deutschland gekommen sind. Sie haben das Buch angesprochen. Ich habe das wirklich voller Begeisterung gelesen, weil es wirklich eine Zeitreise nicht nur durch die Familie ist, sondern durch ein wirklich schlimmes Jahrhundert ja auch. Und mich gefragt, konnten Sie mit Ihrem Vater, mit Ihrer Mutter über den Holocaust sprechen, über die Zeit? Also mit meiner Mutter, ich habe
mehrere oder länger für, bis ich schwanger geworden bin, für die Steven Spielberg Shore Foundation gearbeitet, wo wir ja Interviews mit Überlebenden geführt haben. Der hat ja über 50.000 Interviews gesammelt. Und im Rahmen dessen habe ich auch meine Mutter interviewt. Das heißt, da konnten wir frei sprechen. Die Geschichte meines Vaters ist so komplex, dass er sie uns nicht erzählt, aber es wäre auch schwierig gewesen, sie zu erzählen. Und hätte ich das Tagebuch meines Opas nicht gehabt. Also es gibt den Spruch von Paul Celan, niemand zeugt für den Zeugen. Ich hätte nicht für meine Eltern zeugen mögen, aber ich hatte das Tagebuch meines Opas und konnte so wirklich alles aufschreiben, was passiert ist. Und dank meiner wirklich brillanten Kuratorin Heike Gronemeyer konnten wir auch alle historischen Fakten nachprüfen. Also wir haben wirklich jeden Ort im Tagebuch nochmal nachgerückt. Ja, tolles Dankeschön. Buch, kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Es geht dann ja aber auch um die Zeit danach, was ja auch ganz toll ist. Ich meine, 46, der Vater schon den ersten Film eigentlich dann gleich gemacht. Und dann kamen die Jahre, da sind bei Ihnen die Hollywood-Stars, die großen Schauspieler ein- und ausgegangen. Auch das ist ja ganz toll beschrieben. Romy Schneider, war jemand Kirk Douglas. Aber warum kam Cary Grant nicht zu Ihnen rein? Dass man die draußen stehen lässt, das geht doch nicht. Ich war nicht auf der Welt. Ich kann auch nur erzählen, was mein Vater erzählt hat. Das war, zur Berlinale haben meine Eltern irgendwie immer Gäste eingeladen. Ich war, wie gesagt, noch nicht auf der Welt. Und es muss wohl so gewesen sein, dass Cary Grant auch eingeladen war. Kirk Douglas war schon da, einige andere auch. Und es gab wohl eine Haushälterin zu dem Zeitpunkt, Hedwig. Und nachdem meine Eltern und alle anderen Gäste gegessen haben, sind die immer noch feiern gegangen in irgendwelche Bars in Berlin. Und die sind dann eben weggegangen. Und irgendwann um Mitternacht klingelt es an der Tür. Und durch dieses Telefon, der Türtelefon, fragte dann Hedwig, wer ist denn da? Und dann sagt er irgendwie Cary Grant. Und sie, Grant kannte es mir völlig egal, meine Herrschaften sind nicht da, ich lasse sie nicht rein. Und er versuchte die ganze Zeit klar zu machen, dass er Cary Grant ist. Und sie so, und wenn sie der Kaiser von China wären, sie kommen ja nicht rein, meine Herrschaften sind nicht da. Ja, das war unglaublich. Sie haben schon gesagt, Sie machen heute auch einiges natürlich anders, als Ihr Vater es gemacht hat, als Filmproduzent. Wo würden Sie sagen, ist der größte Unterschied? Man sagt ja bei Ihrem Vater, der hat ja so viel gemacht. War er ein guter Geschäftsmann eigentlich? Brillant. Ja? Klar, kann ich überhaupt nicht mithalten mit brillant. Wirklich, hat wirklich schneller gerechnet als jeder Taschenrechner. Mein Vater war brillant, das muss man sagen. Also ich würde wirklich fast sagen, genial. Ein unfassbar, er hat ja schon mit 6 Jahren simultan Schach an 8 Tischen gespielt oder so. Also wirklich, wirklich brillant, ja. Hat er zumindest erzählt, ja. meine Mutter war aber auch, also wie gesagt. Das müssen wir überhaupt mal sagen. Sie schreiben über Ihre Mutter mit so viel Herzblut. Eine tolle Frau. Es gibt ja diesen Spruch, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine Frau, die sich wundert. Es ist nicht hinter, ja. Sie stand immer neben ihm und sie war immer da. Und ja, jeder, der unsere Familie kennt, weiß. Also ich kann es Ihnen wirklich sagen, wenn meine Mutter nicht gewesen wäre, wäre mein Vater 37 Mal geschieden und ich hätte 180 Stiefgeschwister. Ja. Dank meiner Mutter ist er nur einmal verheiratet geblieben, über 70 Jahre. Und es war eine wirklich, wirklich, wirklich unfassbar große Liebe. Ja, mein Vater war Produzent. Ja, mein Vater hat geflirtet. Gar keine Frage. Aber ja, die Schauspielerinnen haben sich ja auch ihm fast an den Hals geworfen. Ich würde sagen, ich habe, und jetzt Respekt vor allen, die MeToo erlebt haben, aber ich habe MeToo andersrum erlebt. Also ich war immer diejenige, die wirklich fast geplatzt ist, wenn meine Mutter dabei saß und sich Schauspielerin. Mein Vater war schon weit über 90 und sie haben sich auf seinen Schoß gesetzt, neben ihn. Ich bin explodiert, meine Mutter nie. Meine Mutter meinte immer, was regst du dich so auf? Weißt du, die wollen immer alle was von ihm, ich gebe ihn. Er wird mich nie verlassen. Ja, aber ich bin wirklich geplatzt. Ich kann mich an 2 Situationen erzählen, wo ich wirklich Schauspielerin herauskomplimentiert habe, weil ich das aus Respekt zu meiner Mutter einfach nicht richtig fand. Aber das war halt Flirterei, Produzentenflirterei. Die beiden haben eine Vorbildehe geführt und das wollte ich auch, das wollte ich auch wirklich mit dem Buch. Es geht ja nicht nur um die Holocaust-Geschichte, es geht auch wirklich um diese ganz große, einzigartige Liebe, die man trotz aller Widrigkeiten, trotz aller Schwierigkeiten eben auch leben kann. Und das war mir ganz wichtig, das zu erzählen, weil ich glaube, es gibt vielen Menschen auch ein gutes Gefühl. Und meine Eltern haben so viel Schreckliches erlebt und trotzdem nie den Optimismus verloren. Und bis zum Ende hin,
Leben war viel zu kurz für die. Die hätten noch 200 Jahre weiterleben können, weitergelebt. Und meine Mutter, das muss ich wirklich sagen, also ich würde sagen, jeder im Umfeld, der sie kannte, hat sie auch Mutter Teresa genannt. Sie war lange Jahre stellvertretende Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Berlin. Sie war Patientenfürsprecherin des jüdischen Krankenhauses. Sie hat von sich aus immer Menschen besucht, in Pflegeheim, Seniorenheim, in jüdischen, und hat, wenn die kaputte Nachthemden, Unterwäsche oder sonst irgendwas hatten, wenn die sich die Rücken wund gelegt haben, hat sie Dekubitus-Matratzen von ihrem eigenen Geld bezahlt. Ein Engel, was soll ich sagen? Ein Engel, ja. Aber ich danke dem lieben Gott, dass ich solche Eltern hatte. Wie ist das für Sie jetzt? Es gab ja nie eine offizielle Übergabe von Ihrem Vater an Sie eigentlich. Sie sind da eher so ein bisschen reingerutscht. Machen Sie sich Gedanken, Sie haben ja auch zwei Söhne, ob die dann irgendwann mal in Ihre Fußstapfen treten und das übernehmen? Die haben so miterlebt, also die haben so sehr miterlebt, wie schwer dieses Business ist, wie knallhart, weil ich auch nicht zu den männlichen Gesellschaften gehöre. Und ich muss wirklich sagen, Frauen in der Filmbranche, jedenfalls aus Produzentensicht, haben es extrem schwer. Also wirklich, es gibt männliche Seilschaften, die gibt es einfach. Ich will gar nicht heulen, weil ich kämpfe ja trotzdem. Aber es gibt männliche Seilschaften und Frauen haben es wirklich brutal schwer. Meine Söhne erleben das mit jedem Kampf. Ey, jetzt hat die Finanzierung geklappt, jetzt wieder nicht, jetzt fehlt die Gap-Finanzierung. Also die haben so viele Hochs und Tiefs und Achterbahnfahrten mit mir erlebt. Ich wünschte, sie würden reingehen. Mit dem einen habe ich schon eine Firma, der ist sehr literarisch orientiert, studiert Literaturwissenschaften an der LMU. Da kann ich mir vorstellen, dass wir Drehbücher zusammenschreiben. Der andere ist Wirtschaftsinformatiker, kennt sich aber auch sehr gut mit Immobilien aus. Ich könnte mir vorstellen, dass er bei uns das Filmstudio weiterführen könnte. Das wäre ein Traum. Weil mein Vater war nie ein Teamplayer und ganz anders als mein Vater. Es gab ja gar keine Übergabe. Irgendwann waren Sie dann halt drin. Nein, war ich nicht. Musste ich mir schwer. Nein, war ich auch nach dem Tod nicht. Ich habe mich nie zur Geschäftsführerin gemacht, ja. Weil er. Ich rede viel zu lange, oder? Ich kenn nein, gar nicht, super. weil er tatsächlich. Mit seiner, als er die ersten beiden Filme gemacht hatte, hatte er das ganze Geld, das waren zwei Komödien, Herzkönig sagt die Wahrheit, er hatte sehr viel Geld zum ersten Mal verdient, hat es seiner Schwester anvertraut und hat gesagt, hör zu, ich muss nach Berlin, die hatte in München gelebt zu dem Zeitpunkt mit ihrem Mann und meinte, bitte bewahr das für mich auf, und als er zurückkam, hatte sie das ganze Geld ihrem Mann gegeben. Und er hat es verspielt. Nein. Und daraufhin hat mein Vater immer zu mir gesagt, weißt du was, ich schätze, was du machst. Ich weiß aber es. Aber Männer. Aber wenn, genau. Männer. Ich weiß genau, wenn du dich verliebst, dann gibst du alles das, was ich geschaffen habe. Dem Mann. Mann. Meinst du, so schlecht kennst du mich? Nein, aber die bösen Männer. Die bösen das war Männer. Ja schon mit 24 so, wenn man da nachts unterwegs war. Das war die bösen Männer, weshalb man die Zettel schrieb. Also dann in Berlin heißt ja. Das Buch. Es ist nicht nur die Geschichte einer tollen, spannenden Familie, sondern auch von einem wirklich spannenden, aufregenden und auch dramatischen Jahrhundert. Kann ich nur empfehlen. Ja. Alice Brauner, vielen Dankeschön. Dank. Danke. Ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt von dem Sprechtempo. Ja. Also Alice Brauner bringt in einer Viertelstunde doppelt so viel Inhalt unter wie andere Menschen. Man kann alles verstehen, das muss man erst mal hinkriegen. Man kann jedes Wort verstehen. Ja. So, nun zu ihr. Sie ist nur 60 Meter lang, trotzdem ist sie auf der ganzen Welt berühmt, die Herbertstraße auf Hamburg-St. Pauli. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal gehört haben. Seit dem 19. Jahrhundert bieten Frauen dort sexuelle Dienste an. Sie arbeitet dort seit 30 Jahren, hat dort viel erlebt. Über 30 Jahre. Ist die dienstälteste Domina in der Herbertstraße und hat über ihr Leben ein Buch geschrieben. Manuela Freitag, herzlich willkommen. Manuela, du hast vor der Sendung schon gesagt, wir wollen uns duzen. Ne? Ja, genau. Ist mir recht. Ja. Für die wirklich noch nie gehört haben, was die Herbertstraße ist, wie würdest du die beschreiben? Also ich würde sie so beschreiben, dass sie 60 bis 100 Meter lang ist. Du kommst rein, es sind zwei Barrieren. Du Jugendliche und Kinder keinen Zutritt, Frauen auch nicht. Und du gehst da halt durch und die Mädchen sitzen im Schaufenster und bieten sich an. Warum dürfen denn da Frauen nicht rein? Ist das nicht ein bisschen altmodisch? Naja, ich meine, wir wollen ja Geld verdienen und die Männer kommen ja nicht zu uns ans Fenster, wenn da Frauen mit bei sind. Also dann ist ja eine gewisse Schamgrenze überschritten. Und deswegen ist es wirklich so, dass Frauen halt draußen bleiben, Jugendliche sowieso und Kinder auch. Aber wenn jetzt Frauen auf Frauen stehen und möchten auch gerne mal die Dienste in Anspruch nehmen, das geht dann da nicht, oder? Das würde schon gehen, wenn die Frauen direkt ans Fenster gehen würden und würden sagen, ich möchte gerne rein, aber es kommt darauf an, welche Frau das macht. Mhm. Nicht jede Frau ist gleich und jede Frau macht das, ne? Mhm. Stimmt es, dass es mehrere Geldautomaten in der Herbertstraße gibt? Ja, das stimmt. Das ist richtig. Das ist ja warum? Verrückt. Was für Geld? Ja, aber ich meine, wir leben
da von Geld und das ist normal, dass es in greifbarer Nähe sein muss und wenn ein Gast natürlich Lust hat zu verlängern, dass er auch wirklich nicht rausgehen muss, sondern in der Straße das nutzen kann und sich Geld ziehen. Wir können ja vielleicht mal eine Blitzumfrage machen in der Runde. Waren Sie schon mal in der Herbertstraße, Herr Rake? Also nur mal nicht lügen, ne? Nee, wie natürlich. Nein, also ich war nicht so bewusst, dass ich jetzt sagen kann, ich war da, aber es kann sein, dass ich da mal war. Okay. Aber es ist sehr lange her. Nein, nur touristisch mal durchgelaufen. Ja, ich würde da auch total gerne mal durchgehen. Du warst doch auch schon da, oder? Ob ich schon da war? Ja. Ja, ich kann mich sogar daran erinnern, das war kurz nach dem 18. Geburtstag mit ihrer Jungsgruppe. Da ja, natürlich. Jetzt kommen wir ganz weit zurück. Was viel schlimmer war, ich hab dann mit meinem Freund zusammen einen Lehrer von mir dort getroffen, der uns sah und sagte den Satz, ich habe nur Geld gewechselt. Waren Sie da schon? Ja, klar. Ich habe ja lange in Hamburg gearbeitet und im IT-Business. Und wenn man dann als Vertriebsleiter ein gutes, großes Projekt abgeschlossen hat, dann habe ich halt immer die Projektverantwortlichen eingeladen, Hamburg zu erleben. Und da gehört das einfach dazu. Und ich habe mir immer so einen Spaß gemacht. Wir haben immer ganz oben angefangen, so richtig fancy, schickes Restaurant. Und dann immer weiter runter, bis ich den dann, wir sind dann hinterher auch klar, Herbertstraße habe ich den dann gezeigt. Aber das heißt, der Pegel ist ein bisschen höher gegangen, dass man immer weiter runter ging. Nein, wir haben so alle immer klar was getrunken, aber das ist alles immer im vollen Bewusstsein abgelaufen. Und ich habe dann immer geendet in einer Schmuckstraße, da gibt es ja diese Taverne. Ja, da gibt es die Transen. Das ist so eine Transenbar. Ja, natürlich. Und das finde ich einfach total echt. Ja, das ist richtig, das ist real life. Und, aber einige, muss ich schon sagen, ich hatte mal Kunden aus der Schweiz, die waren total schockiert. Aber wir gehören einfach zu. Ja, gut, also das ist halt Hamburg. Ja? Also es ist wirklich so, wenn man in der Herbertstraße landet, es sind ja viele angetrunken, dass es dann, der Mut ist einfach da. Und dann geht man auch leichter ans Fenster und diskutiert und sagt, okay, ich komme mal rein. Indessen, wenn einer ganz nüchtern wäre, ist das wieder ein bisschen komplizierter, weil er sich selbst dann ist und sich einfach nicht traut, ans Fenster ranzukommen. Ne? Deswegen ist es einfach wirklich so, dass die Leute irgendwie eine Party hatten oder irgendein Event und sich dann eher trauen, mal in die Herbertstraße reinzugehen. Ja, glaube ich. Und um die Zeit, wo ich arbeite, ist es halt so, dass die Männer halt ein bisschen angetrunken sind oder ein bisschen angeschäkert, mich am Frühabend vielleicht gesehen haben und denken so, ja, ich würde gern mal, aber ich traue mich noch nicht so. Aber wenn der gewisse Pegel erreicht ist, dann kommen sie schon rein. Mhm. Du sagst ja, die Herbertstraße ist in gewisser Weise vergleichbar mit der Lindenstraße. Was haben die beiden Straßen denn gemeinsam? Ja, ich meine, ich finde das ganz amüsant, dass auch viele drüber lachen. Aber es geht ja auch unter uns Frauen viel Familiäres ab. Wir fühlen uns ja auch ein bisschen privater drin in der Straße. Wir kennen uns über Jahre lang und wir reden auch viel über private Sachen, was uns belastet oder was uns gerade beflügelt oder was uns erfreut im Leben. Und deswegen denke ich schon, dass das so ein bisschen Touch von der Lindenstraße hat. Also jeder kennt jeden da irgendwie. Ja, und du als dienstälteste Domina bist dann sowas wie die Mutter Beimer der Herbertstraße. Ja, leider ist es natürlich nicht so, weil es rücken ja immer jüngere Mädchen nach. Das heißt also, mein Name fällt immer mehr weiter zurück. Aber ich denke schon, die Mädchen, die etwas länger dabei sind, dass sie mich schon kennen, ja. Und wie sehen deine Arbeitszeiten aus? Wann fängst du an? Meine Arbeitszeiten sind so, also ich habe früher mal nachts gearbeitet, also sprich von 11 Uhr abends bis morgens um 6, 7. Mittlerweile habe ich sie verschoben, bin nachts um 3 tätig bis dann 10, 11 Uhr vormittags. Mhm. Aber regelmäßig, du fängst immer zu, also hast deine festen Zeiten? Ja, ich, wie ein Soldat. Wow. Und wie habe ich mir das vorzustellen? Also wie, in welchem Outfit, wie sitzt du dann? Du sitzt da im Fenster, ne? Im Schaufenster. Ja, ich sitze da in einem Schaufenster. Man kann es als Schaufenster betrachten. Ja. Nur als bewegliche Puppe, ganz klar. Und habe meine Stiefel halt an und meine Lacksachen und meine Sachen, die ich halt fürs Arbeiten brauche. Und so spreche ich die Gäste am Fenster an und versuche sie ranzulocken. Wie macht man das denn? Also wie lockst du die ran? Also man öffnet das Fenster und sagt, hallo, kommst du mal? Oder wie man das so macht, ne? Ja, das ist schwer zu sagen. Ja, also ich nicke auch viel. Es entsteht auch ein Blickkontakt mit den Gästen. Man merkt dann, aha, da ist schon so ein bisschen Knistern vorhanden. Und man versucht, sie dann mit dem Nicken ranzuholen. Und es gibt also wirklich Gäste, die zu einer Domina gehen und du machst das Fenster auf, kommst du mal rein und sie sagen ja. Und dann sagst du, da ist die Tür und dann gehen sie zur Tür und dann nimmst du sie mit hoch.
Okay. Und du sagst, es gibt auch welche, die kommen, dann gehen zwei, dreimal vorbei und sehen dich und gehen dann wieder und kommen dann ein paar Stunden später wieder. Genau. Ganz gezielt zu dir dann auch. Ja, genau. Also das passiert oft, dass sie halt sagen, ich bummel noch mal zwei, drei Stunden und komme dann wieder. Natürlich kommen sie nicht in zwei, drei Stunden wieder. Es kann auch vier Stunden dauern oder fünf Stunden. Aber es ist wirklich so, dass sie dann wiederkommen, ja. Jetzt muss man vielleicht mal, jeder von uns hat ja Bilder im Kopf, wenn man das Wort Domina hört. Ja. Was macht nun eine Domina? Also was unterscheidet dich von den anderen, die da arbeiten? Also es gibt ja in Männern gewisse Gedanken oder gewisse Spiele, die sie halt mal verwirklichen möchten. Es hat ja nicht unbedingt mit Sex was zu tun, in dem Sinne um Blümchensex, sprich Geschlechtsverkehr, Französisch, 69er, sondern es ist halt diese Spielereien, die sie mögen, dass man vielleicht mal andere Sachen ausprobiert, die sie zu Hause einfach nicht ausprobieren können. Sprich Eier abbinden, Nippelspiele, oh. Analdehnung oder sonst irgendwas. Also alles so in dem Bereich. Ich finde das so Hammer, wie selbst, also ich habe gerade so Eier abbinden, also automatisch, ne? Ich wollte es gar nicht, aber direkt, so wie selbstbewusst doch Frauen sind. Und oftmals denken wir, wir sind nicht so selbstbewusst wie Männer, aber auch auf Tanzflächen gehen Frauen als erstes. Ja, also drauf, dann würden wir nicht existieren. So, ja. Also diese normalen Frauen oder so, gerade wie du denkst, du hast keine Ahnung davon, wie das geht, als Beispiel. Deswegen kommt er zu mir, weil ich halt die Routine habe und weiß, wie es geht. Ja. Aber Männer tun dann so, oh, ich war dann, natürlich, da war ich noch nie. Klar, aber das gibt es ja. Aber sonst würdet ihr ja nie existieren, das ist das älteste Gewerbe mit. Ja, normal. Ja, normal. Ja, und mich würde mal interessieren, was das für Typen sind. Ich meine, gibt ja so Kategorien, kannst du sagen, es gibt, nee, gerade die zu einer Domina kommen. Ja, also recht, es gibt wirklich alles. Aus jeder Branche. Also es ist ein Klischeeverhalten. Ja. Natürlich, hatte ich auch schon. Aber auch schon einen Frag du ganz nach. Berühmten Koch dabei. Der meinte also wirklich, weil er so berühmt ist, bekommt er einen Dumpingpreis. Aber ich bin da irgendwie, mich interessiert das absolut nicht, wer zu mir kommt, sondern mich interessiert das, was er möchte. Und das muss er dementsprechend honorieren. Es gibt ja immer, das habe ich schon oft gehört, es gibt so dieses Klischee, so Domina, da gehen Vorstandsvorsitzende, da gehen ganz mächtige Männer, die immer das Sagen haben im Leben und die dann mal das Gegenteil erfahren wollen. Also das ist ein Vorurteil, das stimmt gar nicht so. Na sicherlich, das wird es bestimmt irgendwo geben, aber ich habe die Erfahrung, dass halt aus jeder Kategorie Menschen zu mir kommen. Ob der normale Arbeiter oder der Arbeitslose oder der Arzt oder der Jurist, es kommt alles zu mir. Mhm. Es muss halt im richtigen Zeitpunkt Klick machen zu mir und dann kommen sie rein. Mhm. Aber ist das mehr geworden über die Jahre jetzt? Also es ist eher abgeschwächt, weil die Mädels, die auf normal sitzen, viel leichte, dominante Spiele anbieten. Und dadurch hat man es natürlich ein bisschen schwieriger, als Domina Geld zu verdienen. Also man muss sich wirklich ein bisschen herablassen und Dinge zulassen, die man früher hätte nicht zugelassen hätte. Ne? Aber ich habe noch eine Frage. Ich meine, die kommen vielleicht aus allen gesellschaftlichen Schichten, aber die müssen doch irgendeine Art von Disposition haben. Ich meine, es geht doch nicht jeder zu einer Domina. Nein, das ist ja, absolut nicht. Mhm. Also jeder fährt ja irgendeinen Film in der Sexualität und kann das bei sich zu Hause nicht ausleben. Und dafür sind wir ja da, diese dominanten Frauen. Und wenn es uns nicht geben würde, dann würden sie ja mit irgendwelchen Wünschen und Geheimnissen in sich rumlaufen und könnten das nicht ausleben. Also hat es jeder Mann, aber es traut sich nicht jeder Mann, zu einer Domina zu gehen? Ja, sicher. Ich denke schon, ja. Da frage ich gleich mal meinen Mann zu Hause. Mach aber ganz vorsichtig. Ja, das ist eine interessante Frage, weil glaubst du, dass alle Männer, die zu dir kommen, also dass das ein Leben im Verborgenen ist, dass sie niemals ihren Partnerinnen davon erzählen würden? Also das ist teils, teils. Es kommt eigentlich darauf an, wie sehr er privat mit seiner Frau darüber reden kann. Es gibt ja viele Verborgenes auch in Sexualität. Also das können sie halt bei mir ausleben. Und wenn sie damit zu Hause kommen würden, würden viele ihnen in die Brüche gehen. Ne? Dafür gibt es uns. Sonst würde es uns ja nicht geben, wenn die Nachfrage nicht da wäre. Mhm. Es gab heute eine Meldung in der Tagesschau, dass die CDU-Frauenunion einen Vorstoß gemacht hat, die Prostitution verbieten zu lassen. Wie sehen Sie das, Frau Kessmann? Finden Sie das eine eher besser verbieten, weil es gibt ja nur auch Zwangsprostitution und so weiter? Oder finden Sie, das hat absolut seine Berechtigung, was Manuela Freitag macht?
Na, ich meine, wenn jetzt eine Frau so selbstbewusst das macht wie Manuela auf ihre eigene, sag ich mal, Autorität hin und nicht zwangsprostituiert ist, kann ich das akzeptieren. Ich frage mich allerdings, warum diese Männer keine Ehen haben, in denen sie das mal besprechen können. Also sie wollen ja ihren Mann fragen, ja. Warum kann in Ehen darüber nicht gesprochen werden, was es für Wünsche und Bedürfnisse gibt? Das wäre meine Frage. Und ich muss mal sagen, bei Prostitution habe ich wirklich ein Problem mit Zwangsprostitution. Und die meisten Prostituierten, das müssen wir sagen, auch in Deutschland, sind nicht selbstbewusste Frauen, die das auf eigenes Konto und auf eigene Kasse machen, sondern Frauen, die in prekärsten Verhältnissen leben müssen. Nein. Von den Zahlen her ist es so. Das ist heutzutage nicht mehr so. Das war vielleicht einmal. Man kann nicht die Vergangenheit mit der Gegenwart vergleichen. Also es gibt jetzt etliche Frauen, die es nicht mehr unter irgendwelchen Druck oder Beziehungsdruck machen, sondern es gibt wirklich Frauen, die es in eigener Tasche wirtschaften. Also es gibt Frauen, die das tun, das habe ich auch gesagt, dann sehe ich das anders. Aber ich meine, wenn man mal Kurfürstenstraße sieht in Berlin, da sind bildhübsche osteuropäische junge Frauen, die sind 18, 19, 20 Jahre alt. Und da frage ich mich, ach Mädchen, ich wünschte dir, dass du eine Ausbildung machen kannst, dass du davon frei sein kannst. Und insofern bin ich da ambivalent. Das muss Naja, gut, aber wir reden ja jetzt von der Herbertstraße. Und naja, das kenne ich nicht. Also ich darf ja da gar nicht hin, von daher weiß ist, ich. Ist keine Zwangsprostitution. Es ist wirklich auf freiwilliger Basis. Und ich habe da auch noch keine Zwangsprostitution erlebt. Ich glaube, das ist schon ein anderes Kapitel, aber man natürlich muss gibt das es. Ein bisschen abgrenzen. Ja, und man muss die Reeperbahn auch wirklich von Steindamm oder vom Hauptbahnhof muss man abgrenzen. Mhm. Das habe ich ja versucht zu sagen. Das ich weiß genau, es gibt Zwangsprostitution, das ist ein anderes Kapitel natürlich als die Herbertstraße. Aber Manuela, was ja interessant ist, was wir wahrscheinlich auch alle gern wissen möchten, was ja in deinem Buch auch, was du dir darin auch erzählst, wie bist du auf diesen Weg gekommen? Warum machst du das seit über 30 Jahren? Wie kam es überhaupt dazu? Warum, du machst es ja also gern. Also Domina bin ich ja geworden vor ungefähr 30 Jahren, 32 Jahren. Angefangen hat es eigentlich damit, dass ich in einem ich wurde von Pflegeeltern weggenommen, bin in einem Kinderheim gesteckt worden, wo ich mich halt nicht geliebt gefühlt habe. Ich habe eigentlich die Sehnsucht gehabt, mehr oder weniger, was ich später erfahren habe, dass meine Mutter eben existiert, dass ich bei Pflegeeltern groß geworden bin. Ich war auf die Suche nach ihr. Mhm. Und ich fühlte mich einfach nicht wohl in meinem Umfeld und habe eigentlich was anderes gesucht. Dann bin ich in Bremen Steintor, bin ich hingefahren, habe mir das da alles so angeguckt und habe mich dann entschieden, dass ich ja auch ins Auto steigen kann und mit den Männern auch ein Wix-Programm machen kann oder eben das, was stattfindet im Auto für Geld. Und so hat sich das dann alles entwickelt mit der Zeit, ne? Aber das hört sich also jetzt nicht so an, als ob das Spaß gemacht hätte ganz am Anfang. Naja, ich habe das Geld mehr oder weniger gesehen, ne? Also es war mir klar, dass ich also wirklich was machen muss im Auto und dass es bezahlt wird, aber ich konnte davon leben. Also ich konnte mir was zu essen kaufen, ich konnte mir Kleidung kaufen, alles was gehört dazu, dass man eben existieren kann, ne? Und bei der Domina muss man vielleicht ja noch dazu sagen, was sich ja dann ergeben hat. Du bist ja, ihr seid doch unberührbar, ne? Also Geschlechtsverkehr gibt es nicht, ne? Nein, das gibt es bei der Domina absolut nicht. Mittlerweile hat sich das aber alles gelockert, weil viele osteuropäische Frauen angefangen haben, auch hier in Hamburg sich zu interpretieren, also zu erweitern in Privatstudios oder in Apartments und bieten halt auch alles an. Also deswegen ist es für eine reine Domina sehr schwer, klarzukommen. Du hast ja einen erwachsenen Sohn. Wann hat der mitbekommen oder wann hast du dem erzählt, was seine Mutter beruflich macht? Meinem Sohn habe ich das im 12. Lebensjahr erzählt. Und das war okay für ihn, solange ich nicht sexuelle Praktiken mache. Sprich, dass ich also Geschlechtsverkehr mache und küsse und solche Dinge. Und das ist ja absolut nicht bei mir der Fall. Und deswegen war das für ihn in Ordnung. Mhm. Du erfüllst vielen Menschen Träume und Illusionen. Hast du selbst, wovon träumst du? Ja, das ist so ein bisschen auf dem Wartegleis. Ich kann es eigentlich gar nicht so in Worten fassen, wovon ich selber träume. Weil ich wirklich darum bemüht bin, dass ich existiere und dass es meinem Sohn gut geht. Und dass es mir halt selbst finanziell gut geht. Ne? Mir bleibt also wenig Zeit, Gedanken so über mich selbst zu machen. Was sind eigentlich so die Wünsche, die ich habe, privat?
das bleibt halt auf der Strecke, weil die Geschäfte sind sehr schwer geworden. Das heißt also mehr oder weniger, dass man sich mehr ins Geschäft reinknien muss, dass man mehr für sich machen muss, dass man sich bemühen muss, dass der Alterungsprozess nicht so schnell stattfindet, wie er normal stattfindet. Und das ist alles ein bisschen sehr schwer, ja. Mhm. Große Liebe vielleicht irgendwann. Vielleicht. Man weiß nicht. Wir wünschen es dir, Manuela. Danke. Wir lesen dein Buch. Danke, dass du hier bist. Große Liebe ist jetzt gute Überleitung eigentlich auch dahingehend, was die beiden jetzt erlebt haben vor 7 Jahren. Wobei eigentlich, wenn man mal von draußen drauf schaut, wäre das eigentlich ein Drehbuch für eine Rosamunde Pilcher-Verfilmung so ein bisschen. Ne? Sie lernten sich, als sie junge Menschen kennen, so mit 12, 13, 14. Es war die erste große Liebe möglicherweise. Dann trennte man sich und dann 40 Jahre später haben sie sich wieder getroffen und sind ein Paar geworden. Herzlich willkommen nochmal Margot Giesmann und Andreas Helm. Bevor wir aber über diese Liebe und die zweite Chance möglicherweise sprechen, möchte ich doch noch mal was anderes, Frau Käsmann, weil ich habe die Tage wirklich viel an Sie gedacht, weil es gab ja von Ihnen 2010 die Neujahrspredigt, wo Sie damals gesagt haben, nichts ist gut in Afghanistan. Das war schon 11 Jahre her und wir wissen, gar nichts ist gut in Afghanistan. Mit welchen Gefühlen schauen Sie momentan dorthin? Also ich muss sagen, die letzten Tage ging es mir dabei auch richtig schlecht. Ich habe gesehen, dass der Satz immer wieder zitiert worden ist. Und ich sag mal, auch es gibt falsch ja, zitiert worden. Damals habe ich ja wahnsinnig Kritik abgekriegt. Wie kann eine Frau und eine Bischöfin sich in die Politik einmischen? Was haben sie für eine Ahnung? Und alles ist gut in Afghanistan. Und ich muss sagen, ich finde es erbärmlich. Und das ist, ich wollte gar nicht so recht haben. Also die Menschen in Afghanistan tun mir entsetzlich leid. Das ist furchtbar. Grauenhaft, ich finde es auch furchtbar und für alle belastend, weil ich auch überhaupt keine Lösung sehe. Nee, auch so zu spüren, wie sprachlos, machtlos die ganze Weltgemeinschaft da auch wirklich versagt hat an dem Punkt. Ne? Ja, für mich ist es nochmal so, dass diese ganze Frage, kann durch militärische Intervention auf der Welt Frieden entstehen? Das war für mich immer die Frage. Ich habe immer gesagt, ich bin Pazifistin und ich kenne die Geschichte meiner Kirche auch, die Kriege gesegnet hat. Und dann wirst du als Pazifistin auch oft belacht und dann wird gesagt, das gibt es doch gar nicht, das ist völlig naiv. Aber ich finde, in dem Fall muss man auch mal sagen, es ist auch naiv zu glauben, in ein Land einzumarschieren und zack, entsteht da eine freie Demokratie mit freien Frauen, die sich frei äußern können. Ich finde, das hat sich alles als auch Illusion und Desaster erwiesen, wirklich. Ja, wie Sie sich die ganze Zeit immer so nicken, ja. Frau Giesmann spricht. Das ist auch etwas, was Sie ja stark verbindet, auch, ne? Die Friedensbewegung damals auf jeden haben Sie auch. Fall. Man muss ja auch sagen, Margot wurde ja auch dafür kritisiert, dass sie, oder es wurde gehänselt. Man soll sich doch offenbar dann mit den Taliban in ein Zelt setzen und gemeinsam beten. Das würde schon helfen. Das wurde so in den Mund gelegt, sozusagen. Ja, wir sind beide friedensbewegt, sind es immer noch, waren es damals schon in jungen Jahren. Und das ist auch ein Thema, was uns beide verbindet. Ja. Wobei man sagen muss, dass Andreas 2 Jahre gedient hat. Als Soldat und nachträglich verweigert hat. Das heißt, bei dir ist es noch viel mehr so ein Gewissensprozess gewesen als bei mir. Ich musste nie dienen. Wir wurden nicht eingezogen, ja. Frau. Mhm. Können Sie sich noch daran erinnern, als Sie das erste Mal getroffen haben damals? Damals? Das erste Mal in den jungen Jahren. Das erste Mal in den jungen Jahren? Aber wir waren halt im Posaunenchor zusammen. Ja. War halt so. Ja, und wir waren beide Kindergottesdiensthelfer in der Kirche in Stadtallendorf, in der Herrenwaldkirche. Und da waren, ja, da haben wir uns kennengelernt. Da hat man so ein bisschen geliebäugelt. Ja. Und dann haben wir uns sehr heimlich mal in einer Gondel am Edersee, so ganz heimlich, da durften immer nur 2 rein. Die gibt es heute noch. Die gibt es heute noch. Da sind wir jetzt auch noch mal. Und dann haben wir so ganz heimlich so Händchen gehalten und keiner hat es gesehen. So hat das angefangen. Ja. Oh. Und wann haben Sie dann also in der Gondel gemerkt, dass das mehr ist als nur also die genauen Zeitpunkt können wir, glaube ich, nicht mehr feststellen, glaube ich. Aber es hat dann irgendwann gefunkt, ja. Und dann haben wir uns heimlich das erste Mal geküsst. Ja. Und dann gab es einen Disco-Keller in der Kirchengemeinde und da durften wir... Da musste ich Kirchengemeinde und Disco-Keller. Kennt ja jeder, ne? Kennt jeder. Ja, wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da fast schon traumatische Erinnerungen. Das war die katholische Jugend Poppenbüttel. Und ich hatte das erste und einzige Mal, dass ich komatös Alkohol getrunken habe, war in der Kirche. Ui. Also das haben wir damals nicht befördert. Also bei uns gab es keinen Alkohol. Ihr habt nur geküsst. Also das ist gut. Ja, nicht nur wir beide, sondern wir haben ja den Disco-Keller gemeinsam
geschaffen mit der Jugendgruppe, damit wir überhaupt einen Anlaufpunkt hatten, dort in der Siedlung überhaupt abends, samstagsabends mal Musik hören zu können und tanzen zu können. Das war sonst nicht möglich, also für unter 16-Jährige. Ja, ja. Aber in der Kirchengemeinde, in der Kirchendisco hat so manche Jugendliebe angefangen. Ja, das stimmt, da gibt es mehrere, da sind wir nicht die Einzigen, da gab es noch andere. War es bei dir auch so? Ich war in der Freikirchengemeinde, aber ich weiß genau, dass ich die beneidet habe, die in der Kirche waren und dann immer zu diesen kirchenbunten Abenden gegangen sind. Die hatten dann immer einen Freund hinterher. Nach so einem Abend. Also das klingt alles so, so schön, aber dann kam ein anderer junger Mann. Ja, ja. Die Geschichte muss Andreas erzählen. Ja, die geht für mich schlecht. Da komme ich nicht so gut bei weg. Ja, es war mal wieder so ein Samstagabend und wir hatten wieder unser Disco und ab und zu musste man den Keller auch lüften, weil der hat auch keine Fenster. Also wir mussten den Raum lüften und auch die Leute mussten sich lüften. Und dann sind wir so auf den Kirchhof gegangen und dann, ja, es war so ein lauer Sommerabend. Ich kann mich noch ganz genau erinnern. Von daher kann man sehen, wie sich das bei mir eingebrannt hat. Und auf einmal kam da so ein junger Mann angefahren auf seinem Moped. Das war eine Kreidler Florette. Ich glaube, die war orange oder rot. Ja, habe ich auch noch so in Erinnerung. Und also hatte eine so abgeschabte Lederjacke an. Also ich habe gesagt, meine Oma hätte gesagt, ein Halbstarker. Und auf einmal kam Margot auch aus dem Keller und schwang sich auf das Moped hinten drauf und fuhr mit ihm davon. Nein! Ciao! Ja? Ciao. Okay, mal, was war das? Was hatte der junge Mann außer eine Kreidler? Ich meine, das ist so, der hatte nichts außer diese Kreidler und ich hatte noch nicht mal ein Fahrrad. Also da konnte ich ja nicht mehr fahren. Das geht für mich ganz schlecht aus. Ja, dann habe ich gedacht, also wenn damals eine Fee zu mir gesagt hätte, keep cool, du musst Geduld haben, in 40 Jahren hast du sie wieder. Und dann hätte ich gesagt, was bist du für eine bösartige Fee? Wahrscheinlich die 13., die nicht eingeladen wurde. Also es war schon, also in so jungen Jahren, also den ersten Liebeskummer zu haben. Das tut mir sehr leid. Also, Aber jetzt sind wir ja drüber weg. Aber ist nicht der erste Liebeskummer wirklich das Schlimmste? Ja, das ist schon sehr schlimm, ja. Ja, weil die Hormone verrückt spielen in der Pubertät und all diese Dinge. Man denkt, die ganze Welt bricht überall zusammen, sonst was. Ja, kann man mal Nikita fragen, weil du gelacht hast. Kannst du dich erinnern an deine erste große Liebe? War das auch in dem Alter, oder? Nee, war nicht in dem Alter. Ich weiß ja gar nicht, wie alt ihr wart. 14? 14. 14, 15, ja. Nee, da hatte ich ja gar keinen Plan. Nee, meine Eltern haben mich sehr, ich hatte so Helikoptereltern, war sehr so sportlich, so ein Tomboy. Immer mit Jungs und mehr raufen und jagen und fand die eher blöd. Ich fand die überhaupt nicht attraktiv oder so. Ja. Dominik, deine erste Liebe, weißt du das noch? Ja, da war ich 10 auf Austausch in... 10? Ja, naja, also das ist der erste Mal, wo ich so dieses Gefühl von Liebe hatte. Da war ich als Austauschschüler in England und wir sind Bus gefahren und die saß neben mir. Und ich habe so getan, als wenn ich einschlafe. Weil ich sie einfach berühren wollte. Ja. Also es war nicht meine erste Liebe, aber es war so das erste das Mal, erst wo das ich Gefühl, dieses da ist Gefühl hatte. Ja. Als 10-Jähriger. Wahnsinn, was ist da in dieser Welt? Was ist da los? Ja, toll. Ja. Also ich hatte schon im Kindergarten meinen ersten Freund aus der 2. Klasse. Ich war gefühlt ständig verliebt. Wie wunderbar. Wirklich. Also ich fand das auch total wichtig. In jedem Ferienlager musste ich mich frisch verlieben. So was hatte ich ja gar nicht. Ich bin nur ins Ferienlager gegangen, um mich zu verlieben. Ich verlieb mich wieder. Ich fand das herrlich. Aber ich finde, das Kribbeln ist einfach was Besonderes. Das Kribbeln ist toll, diese Schmetterlinge. Ne? Ja, absolut. Dann haben sie sich danach natürlich dann aus den Augen verloren. Und ja, aber nicht wegen der Kreidler Florette, wollen wir jetzt mal sagen, sondern weil ich dann in die USA gegangen bin für ein Jahr. Und war das so? Ja. Ja, also ich hatte... Ja. Musst du mal nachfragen. Ich hatte keine Chance mehr für Rückeroberungsversuche, mal so. Sonst hätte ich es vielleicht geschafft, aber... Ja. Ja, aber dann war ich weg und dann nach dem Jahr haben wir einfach nicht wieder angeknüpft. Dann war es das. Und dann haben Sie ja interessanterweise unabhängig voneinander, Sie hatten keinen Kontakt, sehr ähnliche Lebenswege eigentlich beschritten. Sie haben geheiratet, Sie haben 4 Kinder, Zwillinge. All das lief ja quasi parallel ab und dann auch nach 26 Jahren sich jeweils getrennt, geschieden, ob immer noch kein Kontakt. Was ich mich bei Ihnen nur gefragt habe, ist, Frau Käsmann hat ja ein sehr öffentliches Leben geführt. Man hat ja alles verfolgen können, was sie gemacht hat. Haben Sie das alles verfolgt? Natürlich habe ich das verfolgt. Also nicht jede Talkshow, wo sie war, in der sie war. Aber natürlich habe ich das verfolgt. Von daher wusste ich auch immer, wie
wie sie aussieht. Was sie ja von mir nicht wissen konnte. Ja. Also ich meine, wenn man sich 40 Jahre nicht sieht. Ja. Ja. Und dann irgendwann, wie sind Sie wieder zueinander gekommen? Wie haben Sie wieder zueinander gefunden? Ja, Margot hatte 2014 mehrere Vorträge im Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum 2017. Ne? Ja, und da war sie auch in Gießen im Audimax, also im großen Vortragssaal der Universität. Und dann habe ich gedacht, da gehe ich mal hin. Ja, ich nutze mal die Gelegenheit, um sie mal wieder leibhaftig zu sehen. Und dann bin ich dorthin und habe in den letzten Reihen habe ich einen Platz gefunden. Also ich konnte sie kaum sehen beziehungsweise auch kaum fotografieren, was ich auch immer mal versucht hatte, so aus der Entfernung. Ja. So dachte ich, nehme ich mal so eine Erinnerung mal wieder mit nach Hause. Und dann war der Vortrag vorbei und dann wollte ich einfach nach Hause gehen und dann dachte ich aber, naja, vielleicht sagst du doch mal guten Tag und so. Und dann schaute ich nach vorne, aber da bildete sich eine Schlange vor ihr. Also jemand will ein kleines Gespräch führen, jemand will ein Buch signiert haben, jeder will was anderes. Und da ich kein Freund bin von Schlange stehen, habe ich gedacht, ach nee, da gehe ich jetzt. Ein andermal vielleicht. Und dann war ich schon auf der Schwelle nach draußen und dann dachte ich mir, naja, gehst doch mal hin. Und da hatte sich die Schlange auch schon langsam so abgebaut. Und dann bin ich nach vorne gegangen. Auf dem Weg nach vorne dachte ich dann, ja, wie stellst du dich denn jetzt vor? Genau, was sagt man? Und was sagt man dann? Sage ich meinen Namen oder würde sie mich erkennen? Also sie hat mich ja 40 Jahre nicht gesehen. Also. Oh Gott. Was haben Sie denn gesagt? Ja, und dann habe ich gedacht, ich stelle mich vor. Also dann, als ich dann dran kam, habe ich gesagt, hallo, hier ist ich bin Andreas Helm. So. Nee, du hast nur gesagt, ich bin Andreas. Ich bin Andreas. Ja. Das ist Andreas. Gibt's wenige. Was haben Sie gedacht? Und ich habe dann, da waren so viele Leute, da war noch eine Frau, mit der ich mal in Israel war und blablabla. Bla, bla, bla. Und dann habe ich gedacht, Andreas, welcher Andreas? Ich kenne nur andere. Und dann hat es aber doch relativ schnell Klick gemacht. Und dann habe ich gedacht, er hat sich gar nicht so viel verändert, habe ich mich gefreut. Gefreut. Ja. Und dann, ich meine, in so einer Situation ist es ja auch eine schwierige Situation, gerade ein Vortrag, viele Leute und sowas. Ja, und dieser Fahrer von diesem Präsidenten, der wollte mich auch gleich wegfahren, weil der hat es auch eilig. Und dann habe ich gesagt, hier ganz schnell meine Mailadresse, schick mir mal eine Mail. Ja. Und dann hat Andreas mir gemailt, dann war ich wieder da in der Gegend, irgendwie hat er mich abgeholt und dann haben wir uns ausgetauscht und dann war ich schon auch baff. Also wir waren beide 26 Jahre verheiratet. Unsere Väter, wir kennen uns ja von früher, also sind früh gestorben. Wir haben beide 4 Kinder. Die Töchter heißen gleich, Sarah und Lea. Verrückt. Wir haben beide Zwillinge, er Jungs, ich Mädchen. Und einer von seinen Zwillingen heißt wie einer meiner Enkel. Und wir waren beide da schon, glaube ich, 8 Jahre geschieden oder so. Also das war schon irre, wie viel gleich irre, diese gelaufen war und parallel war. Das hat mich schon erstaunt. Ja, dann haben wir uns noch mal getroffen. Sind dann muss ich erst mal fragen, die Schmetterlinge, die dann irgendwann wieder kommen, fliegen die anders, wenn man sich ein zweites Mal trifft, als beim ersten Mal? Ja, wir haben eben schon festgestellt, dass es in der Jugend vielleicht einzigartig ist, möglicherweise. Also im Alter ist es dann doch ein bisschen anders. Ja. Weil Sie haben ein Buch zusammengeschrieben und da haben wir in der Redaktion so viel drüber gesprochen, weil Sie sagen, dass ja auch viel Mut dazu gehört, sich dann im Alter noch einmal drauf einzulassen. Und ich habe mich mal gefragt, warum ist das so mutig? Das ist doch super, wenn man die Chance hat, sich noch mal drauf einzulassen. Warum ist es so mutig? Ja, ich denke schon. Also jeder hat seine Macken. Du hast schon mal alleine gelebt. Da kannst du den ganzen Tag machen, was du willst. Ja, wir haben es erlebt, wie es ist. Also nach einer auch schönen Zeit, also dann quasi wieder die Scheidung zu haben oder sich trennen zu müssen. Und dann sagt man natürlich, oder hat man im Hinterkopf, es ist natürlich immer auch ein bisschen Wagnis. Aber ich meine, das Leben ist halt voller Wagnisse und ohne Risiko gibt es auch keine Erfolge. Und von daher sollte man schon, also sage ich mal, eher bei dieser Risiken-Nutzen-Abschätzung sagen, ja, man probiert das. Also er ist Ingenieur, Risiken-Nutzen-Abschätzung. Plus, Minus, Liste machen, so ist nicht. Ja, das war jetzt ein bisschen sachlich, ich weiß. Ein bisschen sachlich. Haben Sie da eine Liste gemacht? Haben Sie eine Liste gemacht, Pro und Contra, was für Sie spricht, was gegen Sie spricht? Nee, das habe ich nicht gemacht. Haben Sie nicht gemacht? Mein Mann nämlich gemacht, ist auch Ingenieur. Und da stand bei Negativ stand ganz viel und bei Positiv so wenig. Ich hatte den Zettel weggeschmissen und hat sich trotzdem mit mir zusammen. Das ist sehr schön. Mich würde mal interessieren, was eigentlich auf der Negativseite, ich kann mir gar nichts vorstellen. Nee, also Bedenken, nicht was an mir. Kann ich komme nicht zu Wort oder so. Ach, das erzähle ich dir mal, wenn wir zusammen sind. Aber wie leben Sie denn jetzt, oder lebt man dann diese zweite
große Liebe jetzt anders, bewusster? Nimmt man sich mehr vor? Redet man mehr? Hat man andere Lebensplanungen? Wie geht man damit um? Also ich denke schon, man lebt bewusster. Wir haben beide auch gesagt, wenn du in so der Rush-Hour, haben wir schon drüber gesprochen, Rush-Hour des Lebens bist, Familie und Beruf und so weiter, dann bleibt doch manchmal die Beziehung einfach auch auf der Strecke. Und dass du bewusster sagst, das ist Zeit für uns. Wir brauchen auch Zeit für uns. Ich meine, wir haben riesige Familien. Andreas hat noch 7 Geschwister, ich habe 2 Geschwister. Wir haben Neffen, Nichten, alles Mögliche. Also das heißt, zu sagen, auch wir brauchen Zeit für uns. Wir genießen es auch, in unserem Alter mehr Zeit zu haben, als wir früher hatten. Und ich denke, Sie haben das ja vorhin auch gesagt, wir sind beide jetzt über 60. Also irgendwann merkst du doch schon deine Wehwehchen und dass das jetzt die letzte Lebensetappe ist, in die du gehst. Und dass du, wir sind, ja, ist ja beide klar, wir können einen Herzinfarkt kriegen, Schlaganfall, wissen wir jetzt alles aus dem Bekanntenkreis auch. Aber du bist dankbarer vielleicht, das haben Sie vorhin so schön gesagt, dankbarer, ich glaube dankbarer für jeden Tag, an dem es schön ist, dass du einfach sagst, toll, heute sind wir glücklich. Sie leben ja jetzt auch nicht ausschließlich zusammen. Ist das auch ein Erfolgsrezept? Das ist, denke ich, für den Moment ein Erfolgsrezept. Ja, wir haben im Prinzip 3 Standorte, wo ich lebe, wo Margot lebt. Und dann haben wir noch ein kleines Ferienhaus auf Usedom. Und so verteilt sich das ein bisschen. Das heißt aber, die meiste Zeit leben wir zusammen, aber an verschiedenen Orten. Und ab und zu gibt es aber auch mal frei. Also halt frei. Der Ingenieur. Das war gut. Müssen wir mal wieder frei nehmen. Genau, Freiheiten. Bei Ausreden. In denen man Dinge also in seinem sozialen Umfeld, wo man herkommt, eben auch Sachen machen kann, auf die man nicht verzichten möchte. Ja, so hat also, ja. Wie du sagst, also im Moment ist es gut, aber wir wissen beide, es kann der Moment kommen, wo wir sagen, jetzt ist einer pflegebedürftig, ich kann nur noch am Rollator laufen oder so. Also da muss ich wieder ändern. Aber im Moment finde ich auch dieses Gesamtchaos, in dem wir so leben, ständig mit so einem Koffer mal hier oder mal da und so einem Plan, wann wo und wann sind wir zusammen, alleine oder so. Im Moment finde ich das ganz gut. Wir haben schon einen gemeinsamen Kalender, weil sonst wird es doch schwierig. Wie sind eigentlich Ihre Kinder damit umgegangen? Dass dann die sich so getroffen haben und gemerkt haben, also, das waren so Parallelitäten, auch meine fast alle gleich. Kinder fanden das lustig. Also sie finden auch Margot toll und sie sind, ja, das ist harmonisch, läuft das ab. Ja. Also ich glaube, meine haben sich gefreut, weil es ist ja schon so, das muss man ja sagen, so in der Zeit so eine Bischöfin, da bist du ja auch so ein bisschen irgendwie außen vor. Ja, und jetzt so wieder privat zu sein, und die mögen Andreas auch gerne. Und ich finde auch, fand sehr lustig, wir sind dann zusammen als erste Mal so 15, dass wir was so zusammen wirklich so gemacht haben, sind wir zum Geburtstag von Andreas Mutter gegangen und die hat dann zu mir gesagt, ah, Tag Margot, lange nicht gesehen. Ja. Das war einfach. Ja, also ich hatte da keine Rolle, da kommt die Frau Ex-Bischöfin oder sowas, sondern die sagt, ach, lange nicht gesehen, ja, 40 Jahre, so schnell vergeht die Zeit, ja, sieht man sich wieder. Ja, das ist ja im Grunde, das fällt mir jetzt, wo Sie das gerade sagen, erst auf, man kennt ja den Stall des anderen eigentlich dann schon ganz gut so aus der Jugend, nicht? Ja. Den Stallgeruch und alles, das kennt man nicht. Also ich finde das auch wichtig, muss ich sagen, weil ich weiß, wer Andreas ist, ich kenne seine Familie, meine Schwestern beispielsweise kennen Andreas von früher, das ist was anderes. Ich denke, ich habe eine Freundin, die hat mal so einen Mann kennengelernt beim Datingportal, das lief alles so ganz gut und auf einmal war der weg, Ghosting. Ghosting. Die Mailadresse, ja, Ghosting, der war weg, Mailadresse, das war alles weg. Die wusste gar nicht, ob das alles gestimmt hat, was er ja erzählt hat und so. Ich meine, das ist für uns einfacher und ich muss sagen, auch für mich war das wesentlich einfacher, den kenne ich und er kennt mich. Wie war das für Sie eigentlich plötzlich auch so öffentlich zu werden durch das Buch jetzt? Weil Sie sind ja weit über 50 Jahre relativ unerkannt durchs Leben gegangen. Ja, das ist schon was Besonderes, sage ich mal. Also, ja, also, aber wir waren vorher auch schon gemeinsam unterwegs, also bevor wir jetzt das Buch geschrieben haben. Und das war aber nie ein Problem. Beziehungsweise keiner hat geglaubt, dass ich der Partner von Frau Käßmann bin. Ja, ich war dabei, aber wahrscheinlich haben alle gedacht, es muss irgendjemand Besonderes da an ihrer Seite erscheinen. aber einer hat mal gesagt, sind Sie der persönliche Referent? Ja, das hat mal eine Frau gefragt. Habe ich gesagt, ja, sowas Ähnliches. Sie sind jetzt Lebenspartner. Können Sie sich noch mal eine Ehe vorstellen eigentlich als... Oh. Das war tief. Na, fang du an. Ich rede immer so viel. Sie auch. Ja, genau. Also da sind wir uns einig, dass wir also eine Ehe nicht anstreben, sondern dass wir
also unverheiratet bleiben wollen, ob das jetzt auch für immer gilt? Nein, also im Moment ist es so, ich meine, wir haben beide eine Scheidung hinter uns. Also ich muss sagen, für mich war die auch äußerst unangenehm, weil die derartig öffentlich diskutiert wurde. Ich musste da vor jedem Pfarrkonvent und mich rechtfertigen, warum sowas möglich ist und wie sowas passieren kann. Und ich freue mich total, meine Töchter haben ja auch geheiratet groß. Ich finde das wunderschön, wenn junge Leute heiraten. Aber jetzt denke ich so, also ich brauche keinen Vertrag im Moment dafür. Wir sind frei und ich kann mich trotzdem auf Andreas verlassen. Das weiß ich schon von früher. Und insofern... Andersherum weißt du. Nicht immer. Andreas, ich möchte Ihnen das Schlusswort überlassen, weil das besser kann man es nicht. Das ist wunderbar. Ganz toll, dass Sie bei uns sind und uns darüber erzählt haben. Vielen, vielen Dank. Danke. Super. Amüsiert. Aber wirklich, Sie haben aber auch echt einen guten Humor. Jetzt verstehe ich auch, warum Sie ab und zu als Clown arbeiten. Das kann ich mir genau vorstellen. Das passt. Ja, ja. Und im Kindertheater auch. Ja. Vielen Dank. Ich glaube, für jeden Menschen gibt es so Dinge im Leben, die sind für ihn unvorstellbar. Also der eine hat Höhenangst und sagt, ich werde niemals irgendwie aus dem Flugzeug springen mit dem Fallschirm, geht nicht oder so. Für mich ist unvorstellbar, sage ich ganz ehrlich, dass man freiwillig des Nächtens um Mitternacht in die Nordsee steigt bei St. Peter und dann 48,5 Kilometer krault, um dann auf Helgoland wieder an Land zu kommen. Unvorstellbar, aber er hat es gemacht. Darüber freue ich mich, sprechen zu dürfen mit André Wirsing. Wir hören ja schon Bravo, weil das ist pure wirklich Hochachtung und Begeisterung, dass man so etwas freiwillig tut. Schmeckt eigentlich das, was du da trinkst, Wasser und Sekt und schon wieder salzfrei oder schmeckt es ein bisschen nach Salz? Ja, das ist echt eine berechtigte Frage. Also man hat natürlich so ein paar, durch das Salzwasser hat man die ganzen Schleimhäute alle kaputt. Zunge, Speiseröhre, auch Luftröhre durch das ganze Salz, Nase. Aber gut, das ist einfach so, wir Menschen gehören halt nicht da draußen hin über so lange Zeit. Ja, und klar, du hast es ja gesagt, und das ist auch, ich mache es ja freiwillig, ich mache es gerne, noch darüber hinaus. Ich liebe das, einfach da draußen zu sein. Und dann nimmt man das halt in Kauf. Gibt es noch andere Nachwehen? Gibt es da so noch Muskelpartien, die man spürt oder irgendetwas noch? Ja, ich sage immer, das gut, aber ihr denkt ja sowieso, ich bin irgendwie völlig wahnsinnig, aber... Ich habe damals auch Iron Man und diese ganzen Sachen gemacht und das ist beyond Muskelkater. Also irgendwann an so einem Punkt sagt der Körper dann irgendwann, okay, es hat irgendwie keinen Zweck, das macht jetzt keinen Sinn, hier mit Muskelkater um die Ecke zu kommen, der hört ja sowieso nicht auf. Also, man hat tatsächlich keine Muskelkater. Durchschnittlich, ich habe das mal geguckt, die Zahlen reisen jedes Jahr 350.000 Touristen nach Helgoland. Du bist der Einzige, der hingeschwommen ist. Warum? Ja, es ging später, als ich dann Helgoland kennengelernt habe, im Zuge dieser Vorbereitung, habe ich mich auch wirklich in diese Insel verliebt und diese Insel völlig schätzen gelernt. Aber es ist wirklich traumhaft schön. Der Weg lohnt sich, ja? Also so oder so. Das Ziel. Nein, ich wollte einfach, mir ging es um die Nordsee. Ja, ich habe im Rahmen der Ocean 7 verschiedene Meere durchschwommen, also Pazifik, Neuseeland, eben angesprochen, Japan, Hawaii, klar, klassisch den Ärmelkanal, was ja auch irgendwie so halb Nordsee ist, aber ich wollte einfach die Nordsee erleben. Also ich wollte einfach mal so richtig eintauchen und mein Ohr in die Nordsee hängen, weil genau was du vorhin gesagt hast, ich bin ein Zuhörer. Ja? Also ich stelle einfach keine Fragen im Meer, sondern ich möchte zuhören. Willkommen zurück. Du hast ja diesen schönen Satz auch gesagt. Ach, ganz erleichtert. Entschuldigung. Ja, kein Problem. Du hast diesen schönen Satz gesagt, die Nordsee macht mit dir, was sie will. Sie ist ja auch, man sagt ja auch, Nordsee, Mordsee, sie ist auch sehr unberechenbar. Was hat sie denn mit dir gemacht auf diesen 18 Stunden und 14 Minuten? Ja, ich meine, wir haben natürlich, das war ja Pionierarbeit, also das wurde schon versucht mal, auch vor vielen, vielen Jahren schon, nach Helgoland zu gelangen, schwimmend. Aber wir haben halt, das war trotzdem Pionierarbeit, also das heißt, das ganze Team, ja klar bin ich jetzt der Schwimmer und darf hier sitzen, aber das ist ja ein echter Teamerfolg. Man sag mal ja ganz kurz, wie viele Leute gehören dazu, dass man sowas überhaupt auf die Beine stellen kann? Ja, das ist also erstmal in erster Linie, man muss einen richtigen Skipper haben, einen Bootsführer, Dennis Allers war das in dem Fall, mit dem originalen Helgoländer Börteboot. Mhm. Das ist einfach ein perfekter Match, ja, das ist diese wahnsinnig tollen Boote, die ja sogar zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören.
Echt? Dass mein Skipper halt genau in seinem Familienbesitz den Pinguin, so heißt das Boot, hat, was ein originales Börteboot ist. Dann braucht man natürlich einen Nautiker, also einen Wolfgang Schmidt, einen super erfahrenen, so einen richtigen Captain Blaubeer, Seebären, der die alles in- und auswendig kennt. Ja, wir haben Hilfe gehabt von BSH hier in Hamburg, Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, Torger Brüning, super Typ, hat da wahnsinns persönliches Engagement reingesetzt. Ich weiß gar nicht, wie viele tausend Berechnungen der gemacht hat, was Strömung und Gezeiten angeht. Wir wurden dann aber alle etwas Besseres oder eines Besseren belehrt. Also die ganzen haben dann nur bedingt gegriffen. Und dann natürlich, ja klar, mein Schwager Jürgen Peters, der mich auf diesen ganzen Stationen begleitet hat, als eigentlich wichtigste Person für mich als Bezug, weil ich ja nur alle halbe Stunde, ich darf mich ja, ich schwimme ja nach diesen Regeln der Channel Swimming Association von England von 1875, deswegen halt auch nur ohne Badehose. Entschuldigung. Ohne? Ich sagen, also. Ja, nackt war er auch noch. Würde ich echt am liebsten auch ohne Badehose schwimmen. Du, ich sag dir aber natürlich ohne das würde ich aber bei den Temperaturen ohne Badehose, da ist also das wollt ihr wirklich nicht sehen. Aber halt, natürlich ohne Neoprenanzug. Ohne Neoprenanzug, weil man einfach, ich will einfach da richtig rein. Ich muss einfach wie viel Grad hatte da die Nordsee? Das ist ja auch, wenn man weiter rauskommt. Ja, wir hatten vorne in St. Peter, war das eigentlich noch ganz okay. Da hatten wir so 17 Grad, fast 18. Weiter draußen wird es natürlich ein bisschen kühler. Da hast du dann so 15, 16. Boah, also wir haben natürlich auch ein paar Bilder. Wir wollen es dir auf jeden Fall mal anschauen, weil ich finde es so unglaublich. Vielleicht sagst du ein bisschen was dazu, auch wenn wir das sehen. Das war jetzt nachts, also warum bist du eigentlich nachts losgeschwommen? Ja, das hatte nur mit den Strömungen zu tun. Also zum Beispiel auf Hawaii oder so, da startest du wirklich nachts wegen der Haie. Ja, aber du hast ja in der Nordsee keine Haie, in dem Fall alles gut. Es ging nur um die Strömung. Ich habe damals zu Torger Brüning und zum Team gesagt, es ist egal, ich starte, wann ihr wollt. Irgendwie 2 Uhr mittags, Mitternacht, 3 Uhr morgens, ist mir völlig egal. Was darfst du zwischendurch zu dir nehmen, weil ich sehe gerade so ein Getränk? Ich darf alles. Ich könnte auch da Fondue kochen auf dem Boot. Ich darf nur das Boot nicht irgendwie anfassen. Okay. Ich ernähre mich von Flüssignahrung, weil man natürlich jetzt nicht irgendwie da ein Sandwich essen kann und dann weiter schwimmen kann. Man muss ja zusehen, dass man sofort weiter schwimmt. Und natürlich diese hochkalorische Nahrung, die ich zu mir nehme, auch unter diesen schwierigen Bedingungen, also bei Wellengang und so weiter, auch noch verstoffwechselt. Krass. Also man muss jetzt sagen, 18 Stunden und 14 Minuten später dann plötzlich in Helgoland anzukommen. Was ist das für ein Gefühl in dem Moment? Ja, das wäre natürlich super, ja. Also, ja, das ist fantastisch. Es ist einfach toll, ja. Da hatte ich auch meine Frau, war noch da, Freunde von uns gekommen. Ein Freund von mir ist extra aus Zürich da hergekommen. Nur. Und du kannst das ja nicht planen, ja? Ja. Du kannst das ja nicht planen. Das ist das, ich glaube auch. Du musst ja auch auf immer reagieren. Gab es während dieser 18 Stunden auch so einen Moment, wo du gesagt hast, ich höre auf, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, keinen Bock mehr? Nein, den gab es innerhalb der Ocean 7, also dieser anderen Station schon. Also auch, sehr, sehr, wenn du dann mitten in der Nacht zwischen zwei Hawaii-Inseln da von so portugiesischen Galeeren gestochen wirst, also das wünscht man so einem ärgsten Feind nicht, und du fast ohnmächtig wirst vor Schmerzen und dann noch irgendwie weiterschwimmst, also das, da klar denkst du dann ans Aufgeben. Ja? Also Aufgeben ist einfach allgegenwärtig. Ja? Aber hier muss ich sagen, irgendwie, ich würde es euch ja sagen, wenn es anders war, ich habe überhaupt nie ans Aufgeben, also ich war total im Element, das war wirklich super. Klar habe ich mir auch ein bisschen weniger Anstrengung vorgestellt, wir dachten, wir laufen so mit 13, 14, wenn es mies war, 15 Stunden raus, ist dann halt ein bisschen länger geworden, aber es wäre dann auch egal gewesen. Es gab nach 15 Stunden im Team, habe ich gemerkt, ich bin dann geschwommen und habe am Börderboot gesehen, war ein Pinguin, die Jungs haben die Köpfe da zusammengesteckt und da gab es gerade so ein bisschen, die haben da rumgestikuliert. Und da habe ich so rübergerufen, dass sie sich keine Sorgen machen, ich könnte auch noch die ganze Nacht weiter schwimmen. Weil ich das aber auch genauso gemeint habe. Ja, ja. Und das ist mir so etwas, was ich auch liebe an dieser Passion dort im März. Da macht man auch nicht so große Worte. Also da kannst du auch nicht so rumlabern. Weil das ist einfach, man ist dann mit dem Meer zusammen, man übergibt sich dem Meer, also ich gebe immer alles ab, alle Erwartungen. Natürlich trete ich an in St. Peter-Ording, um in dem Fall jetzt nach Helgoland zu schwimmen, aber das Meer, wie ich schon sagte, macht einfach mit dir, was es will, und das darf es auch. Also das ist ja irgendwie wahre Liebe, wenn das Gegenüber einfach auch so sein darf, wie es will. Ich weiß, wenn ich so ein Nichtschwimmer wäre, so wie du über Wasser redest, kriege ich richtig Bock drauf. Also, aber du gehst doch überhaupt gar nicht rein, noch nicht mal bei Tageslicht. Auch nicht. Nein, überhaupt nicht. Nein, er geht nicht ins Meer. Kenn ich sowas auch nicht. Nein.
Immer, ja. Mein Vater sagte immer, im Meer, da machen die Fische Liebe. Und seitdem gehe ich da nicht ran. Dominik, wäre das was für Sie? So Wasser-Challenge oder Liebe an Land? Nein. Also ich finde es beeindruckend. Ich finde es sagenhaft. Ja. Aber was Level. Ich finde es auch irre. Aber dafür habt ihr jetzt mich, ja? Ja, genau. Das ist auch völlig okay. Ich meine, ihr erlebt halt, oder wenn die Leute sagen, oh, ich bin gerne am Meer, ja, auch ich verurteile das auch gar nicht, wenn Leute zum Beispiel eine Kreuzfahrt machen. Oder, ja, dann erleben die aber das Meer halt nur als Kulisse. Ja. Als Kulisse für einen schönen Urlaub, für, ja, was auch immer, für Aktivitäten. Aber wir dürfen einfach nicht vergessen, und das ist halt auch meine Aufgabe, die ich von da draußen mitgenommen habe, jetzt über die vielen Jahre, wo ich das mache, einfach das Meer ist natürlich viel mehr. Und das Meer ist auch noch immer noch wunderschön. Ja? Ein gigantischer Lebensraum, von dem wir ja als Menschen abhängig sind. Nicht umgekehrt. Ja, ja. Ja? Und das einfach, so wie Reinhold, ich meine, ich steige auch nicht wie du hier auf Matterhorn und dergleichen oder Everest oder sowas. Aber Reinhold Messner ist ja da, dem höre ich dann zu, ich lese ein Buch von ihm und dann bin ich auch da oben. Dank Reinhold. Ja. Und ihr könnt dann halt auch gerne, deswegen, es ist immer schön, wenn dann ältere Leute kommen, junge Leute, Kinder und so weiter und dann einfach total zuhören und offen sind. Ja. Und vielleicht dann kann man den einen oder anderen Impuls liefern, dass das Verhalten auch wirklich nachträglich umgestellt wird. Ja. Und das ist nötig. Was mich mal interessiert, machen Sie das an die, ist der Rekordgedanke da auch wichtig? Also nein, der erste Deutsche zu sein, der das jetzt, diese Ocean 7 zum Beispiel. Nein, ich weiß, es werden viele Leute den Kopf schütteln da draußen, aber das ist mir völlig egal. Es interessiert mich überhaupt nicht mit irgendwelchen Rekorden. Also ich habe damals in Habidu auch Hochleistungssport gemacht und da Leute bekämpft. Also ist ja, na, wenn man Wettkämpfe macht, das ist ja irgendwie auch so ein bisschen wie Krieg. Ja. Nicht so dramatisch, weil wenn wir durchs Ziel gekommen sind, haben wir uns umarmt, haben gesagt, danach, hast du mich abgezogen oder was? Aber zwischendurch bist du natürlich komplett voll drin und versuchst den anderen zu besiegen, niederzuringen, wie auch immer. Ist doch völlig klar. Danach, genau, hat man sich total gerne und lieb, respektiert sich so oder so. Aber darüber bin ich schon seit Jahren, ich bin davon weg. Ja, bei mir. Ja? Mhm. Aber klar, ich meine, was soll ich mir denn vornehmen, wenn ich gerade sage, ich will die Nordsee erleben? Da kann ich nicht nach Sylt schwimmen oder sowas. Ja? Das ist ein Witz. Warum nicht? Wäre doch eine schöne Strecke. Ich muss natürlich richtig reinhauen. Da Helgoland und ich war vor ein paar Wochen dann halt zur Vorbereitung, um halt mir das auch mal anzugucken, wieder auf Helgoland. Das letzte Mal hier so typisch als Tagestourist, als Jugendlicher. Und ich muss wirklich sagen, also Helgoland ist eine fantastische Insel. Das ist so toll. Diese Natur ist so spürbar. Die Luft ist so klasse. Auf der Düne, diese Kegelrobben. Ich durfte dann auch mit den Kegelrobben, weil das muss ich natürlich auch austesten. Wir haben ja mal von Haien vorhin gesprochen, aber so Kegelrobben, die haben auch solche Zähne, ja. Ja, das ist ja. Aber, also fantastisch, ganz toll. Und ich komme immer wieder gerne dorthin jetzt. Und jetzt ist man natürlich richtig verwurzelt da mit denen. Macht viel Spaß. Aber weil Sie gerade gesagt haben, Vorbereitungen, man muss sich doch irgendwie auch vorbereiten auf dieses Wasser. Also so wie trainieren Sie denn dann in der Regentonne oder wie, um da sowas durchzuhalten? Auch bei die Regentonne. Ja, also tatsächlich, ja, man muss sich natürlich, klar, man muss sich vorbereiten. Aber, aber ich sage mal, die Hauptkomponente ist wirklich die Psyche. Ja? Man muss im Kopf, mental einfach voll aufgestellt sein für so etwas, für so ein Unterfangen. Ja. Das macht mindestens 60, wenn nicht sogar 70% aus. Klar nutzt einem die beste mentale Einstellung dann nichts mehr, wenn man irgendwann nach so und so vielen Stunden die Arme nicht mehr voneinander kriegt, weil man schwimmt ja auch hart. Also man schwimmt, das ist jetzt nicht irgendwie lockeres Easy-Going-Tempo, man geht da schon durch. Und man denkt sich auch nicht weg. Also wenn die Leute dann immer fragen, oh, an was denkst du und so. Ja, man ist komplett im Moment. Ja, also man muss sich auch immer wieder zurückholen, weil die Gedanken natürlich dann mal wegdriften zu Familie, Freunden, wo auch immer hin. Aber im Moment zu sein, ja, und ich glaube, das ist auch irgendwie was heutzutage irgendwie schon fast verwahrlost ist in unserem Benehmen, dass die Leute ja gar nicht da sind, wo sie gerade sind. Mhm. Die sind immer irgendwo anders. Mhm. Ja, und wir hatten ja vorhin über das Älterwerden und gesprochen und so weiter. Und ich bin der Meinung, wenn man mehr im Moment sein kann, ja, sich herholt, sich mal auf diese ganzen Handys und sowas verzichtet und die besonderen Momente, die uns ja alle immer wieder begegnen, auch das Glück, was in einer unterschiedlichen Form uns alle irgendwie begegnet, das wirklich wahrzunehmen, das ist doch das Wahre, die wahre Zufriedenheit hat das so zur Konsequenz. Finde ich schon
toll, man kann das aber, glaube ich, auch, da muss man nicht unbedingt nach Helgoland schwimmen, um das zu erreichen. Sein Handy mal was. Aber ich meine jetzt, und diese Kälte, also, dass man diese Kälte so lange aushält, also wir waren ja auch schon in kälteren Gewässern. Ja, kann man genau. Ich bin auch schon North Channel geschwommen, das ist jetzt zwischen Nordirland und Schottland, da hast du dann so 12, 13, 14 Grad Wassertemperatur und dann in Badehose, das ist dann so Todeszone, wie halt oben am, ohne Sauerstoff da am Everest. Aber auch das, ich bin jetzt nicht so eine Ausnahmegestalt insofern, sondern da, wir haben uns einfach alle, also wir, ich schließe mich da selbst mit ein, wir sind einfach alle total verweichlicht. Ja? Wir haben ja immer warmes Wasser verfügbar, warme Kleidung verfügbar, wir sind ja fast immer irgendwie ausgeschlafen, mehr oder weniger. Wir sind ja immer satt und können auch noch das essen, was uns am besten schmeckt. Mhm. Ja, wer hatte das denn in der Vergangenheit? Oder wer hat das denn heute noch irgendwo anders hier? Ja. So, und da mal diese Komfortzone, in der wir alle leben, mal bewusst zu verlassen und mal zu sagen, alles klar, ist gerade kalt. Mhm. Weil du brauchst ja nicht einzureden, dass es nicht kalt ist, wenn es doch kalt ist. Kalt ist. Es ist kalt. Es ist kalt. Ja. Es ist saukalt. Ja, es ist ja nur 18 Stunden kalt verpflegt. Ja? Ja, so. Interessant. Aber und dann geht's weiter. Ja, eine Sache noch, Sie haben ja eben erzählt von diesen Tieren, die einem da begegnen, Haie, Seeelefanten und was. Wird einem auch die Vermüllung vor Augen geführt, wenn man da so lange durchs Meer schwimmt? Ja, das ist wirklich, da schämt man sich wirklich. Also ich war schon in den entlegensten Ecken dieser Welt, bin da rumgeschwommen an Stränden, die jetzt nicht touristisch erschlossen sind. Da, wo, so ist das Meer ja. Das Meer sind ja nicht irgendwelche Sandstrände mit so ein paar Palmen drin und irgendwelchen Cocktailschirmchen. Das Meer ist ja richtig rough. Ja. Also das ist richtig wild, Steilküsten, übelste Dinger. So, da bin ich aber gerne. Und was finde ich da? Ich finde überall diese Hinterlassenschaften von uns. Ne? Und wenn ich von diesen Quallen, wie gerade eben wie erwähnt, irgendwie gestochen werde, dann habe ich auch die absolute Einstellung irgendwie verinnerlicht dazu. Ich klag gar nicht an. Weil die Quallen gehören ja dahin. Ja? Ich bin ja der zu denen gekommen ist. Ich bin ja der Gast im Meer. Aber wenn ich da gegen so eine Europalette schwimme oder jetzt auf Helgoland. Ja. Also nochmal, Nordsee, echt, muss ich wirklich sagen, ey, das war echt super cool da. Nordsee, ja, war echt clean, war gut. Aber wir haben natürlich da so ein Fischernetz gefunden. Und dann hier, dann sage ich natürlich auch zur Crew hier, stopp, hol dieses Netz, das nehmen wir jetzt mit. Ja. Also Rekorde hier, keine Ahnung, oder was, deswegen sind wir da komplett von weg. Ja, natürlich sammeln wir da den Müll ein, ist doch klar. Ja. Mhm. Das ist schon krass. Also jedenfalls, das wird einem schon bewusst, ne? Was da alles schwimmt, ja, mehr, was da nicht hingehört. Aber nochmal, es ist wichtig, gerade jungen Leuten gegenüber, einfach die Schönheiten zu zeigen. Mhm. Und nicht immer nur allen zu sagen, wie schrecklich alles ist. Wir wissen um diese Problematik, wir wissen um diese Bilder, ja, das ist alles Realität, aber es ist immer noch gut. Mhm. Und, ja. Und wenn ich den jungen Leuten die ganze Zeit erzähle, wie schrecklich alles ist und denen immer nur diese Bilder und immer nur Anklage und diese Opferrolle falle und oh, der ist schuld und die Politik ist schuld und die Inder sind schuld und die Chinesen sind schuld, ja. Weil so ein Meer ist ja schon seit Jahrmilliarden da und das kennt ja gar keine Grenzen, ja. Was interessiert denn den Ozean, ob da jetzt gerade die Grenze von China ist oder was auch immer? Der ist ja immer noch da, wenn es China gar nicht mehr gibt oder überhaupt, keine Ahnung, ja. Mhm. So, und das ist einfach wichtig, dass wir einfach dieses Bewusstsein für uns selber haben, für unser eigenes Verhalten. Dabei spielt es keine Rolle, ob ich hier irgendwo am Meer lebe oder nicht. Dass ich mich selber mal beobachte bei dem, was ich so jeden Tag so mache. Und mal gucke, ob ich mir selber denn da so bei gefalle. Ja? Und das finde ich einfach toll, wenn man junge Leute damit erreicht und die dann einfach von sich aus, aber nicht, weil es eine coole Instagram-Story ist, sondern weil die selber Bock drauf haben, was zu verändern. Das ist einfach das Beste. Wir sind voller Respekt und Bewunderung. Und ich hab die junge Dame neben dir die ganze Zeit beobachtet, die ganze Zeit immer genickt hat, als du gesprochen hast. Die ganze Zeit hat sie immer gesagt, ja, das stimmt. Das stimmt. Wir begrüßen noch einmal Beatrice Egli, recht herzlich natürlich. Super, oder? Großartig, ja. Also wirklich. Wie gut kannst diese du schwimmen? Power. Ich bin nicht so gut im Schwimmen. Also ich kann gut schwimmen in der Schweiz. Der Egli ist ein Fisch. Und ich kann das und ich... habe auch den Rettungsschwimmer gemacht und so Sachen, aber im Vergleich zu dem, ich bin das ist gar nichts. Gar nichts. Also wir möchten noch mal ganz offiziell gratulieren. Dein neues Album ist rausgekommen und gleich die 1 der Airplay Charts. Herzlichen Glückwunsch heute. Ansonsten habe ich mich etwas gefragt, und zwar jetzt mal in den letzten 3 Sendungen saßen hier 3 großartige Schweizerinnen. Es begann mit der großartigen Franzine Jordi, die hier saß,
tolle Frau. Dann kam Stefanie Heinzmann, auch ein Schatz. Und jetzt du. Warum seid ihr Schweizerinnen so gut drauf? Ich denke, dass wir einfach ja, unseren Weg sehr gut gehen. Und ich finde, in der Schweiz ist eine gute Stimmung da für starke Frauen. Und eben auch gute Musiker. Die Schweiz bringt so groß. Woran liegt das? Das ist so viel großartige Musiker in der Schweiz. Ich habe Stefanie Heinzmann auch gefragt. Was ist deine Erklärung? Also ich finde, auch in Deutschland gibt es großartige. Das musst du ja jetzt sagen, aber politisch Nein, das korrekt. Muss ich nicht sagen. Aber woran liegt das? Ihr seid wirklich, also das ist so viel gute Musiker. Auch ganz viele tolle regionale Bands, die wirklich also ja. ganz großartig sind. Habt ihr eine besondere Musikerziehung? Woher kommt es? Ich glaube, die Musik spielt schon eine große Rolle. Also ich kann nur von mir sprechen, von meinem Aufwachsen. Also jeder kriegt den Zugang zur Musik erstmal und entscheidet dann selber, wie er ihn ausweiten will, ausleben will. Aber ich denke, der Zugang ist von ganz klein da für jeden. Und dann wächst das so. Also es ist halt möglich, in Chor, in Unterricht, überall zu gehen. Für jeden erschwinglich auch. Wir haben ja manchmal für Gäste, die schon viel, viel Bildmaterial mitgebracht haben, kleine Filmchen vorbereitet, so auch für dich. Und ich möchte jetzt mal Leonie, die das immer für uns zusammenschreibt, ganz herzlich grüßen, denn sie hat für dich sogar etwas gedichtet. Oh, wow. Schau mal. Diese Frau sieht man nie ohne, performt damit wie eine Kanone. Das Mikrofon ist stets bei ihr, denn sie singt mit viel Gespür. Bringt zum Lachen, rührt zu Tränen, auch Mitsingen ist zu erwähnen. Die Arme allzeit ziemlich offen, denn da hat sie's gut getroffen. Neugier ist ihr Steckenpferd, macht ihr Leben lebenswert. Bedruckt ist sie mit Sprüchen, stets mit bester Laune unterwegs. Die Fans, sie folgen ihr seit Jahren, schauen ihr auch zu beim Fahren. Von Preisempfang zu Goldgewinn, endlich macht es alles Sinn. DSDS hat sie damals gewonnen, damit hat ihr Weg begonnen. Doch der Heimat blieb sie treu, sagt mal Grüß Gott oder Ahoi. Doch die Schweiz bleibt ihre Liebe, sie lebt ihr Leben ganz solide. Beim Wandern geht sie gern nach vorn, bestieg zuletzt das Matterhorn. Erst hat sie diesen Berg erklommen, nun ist Frau Egli hier, willkommen! Wow! Wow! Haben wir gesprochen heute, gell? Weißt du, kriegst du mit. Wow. Kriegst du mit. So. Das ist also wunderschön. Naja, danke, so schön. Matterhorn, war es ein Alpentraum oder ein Albtraum da hoch? Das Matterhorn selber war dann wirklich ein Alpentraum. Ja. Manchmal war es im Training auch ein Albtraum. Aber das Training, das gehört dazu. Es war natürlich, gab es Momente, wo ich ja, an die Grenzen kam und über die Grenzen hinausgegangen bin. Ich musste auch viele Ängste überwinden, bei mir nicht in der Tiefe, sondern in der Höhe loszulassen, abseilen und plötzlich auch zu lernen, zu greifen, zu stehen an Orten, wo du weißt, wenn du jetzt falsch trittst, falsch greifst, dann geht es einfach runter. Aber ich habe das zum ersten Mal gefühlt im Leben. Du kannst beim Klettern nur im Moment sein, weil sonst geht es um dein Leben. Und das hat so gut getan. So gut. Es gibt nur den nächsten Schritt und nichts anderes. Du bist nur da. Und das ist wirklich ein Geschenk, im Moment zu sein. Und ich habe das so viel draus nehmen können. Für mich war das früher ein Sprichwort, der Weg ist das Ziel. Und ich habe es tatsächlich bei diesem Training und bei dieser Bergbesteigung das erste Mal körperlich gespürt, was das heißt. Wir haben natürlich auch Bilder von der Besteigung. Es ging ja erst mal sehr früh los. Wann ging es los? 4 Uhr war Frühstück, 4.20 Uhr Abmarsch. Ich könnte ja dein Vater sein, deshalb darf ich das sagen. Du siehst morgens um 4.30 Uhr schon großartig aus. Gott. So, und dann ging es los. Warum denn so früh überhaupt? Ja, es liegt immer noch viel Schnee auf dem Berg und beim Runterkommen ist es so, dass man eigentlich ein bisschen Zeit aufholen muss, damit der Schnee nicht so rutschig ist. Also das sind jetzt für mich so beeindruckende Bilder gleich. Also jeder, ja, der mal am Matterhorn stehen durfte, es ist ja ein beeindruckender Berg schon, da zermatt, ja, aber bist du so völlig höhenangstfrei, weil es schneit ja schon so runter? Tatsächlich, ich habe keine Höhenangst. Also ja, meine Ängste lagen ganz woanders, nämlich loszulassen beim Abseilen, die Ängste, den nächsten Schritt nicht sicher zu haben oder den Boden unter Füßen nicht zu haben. Links und rechts ging es runter, das war für mich nicht ein Problem, zum Glück. Ja. 4.487 Meter, Matter? 4.478.
78, so. Guck mal, habe ich dir ein paar Meter mehr. Ich bestehe auf jeden Meter, weil es ist wirklich, ey, ab 4200 merkst du jeden Schritt. Also ich wollte gerade sagen, wenn du einmal über 4,5 warst, da oben wird die Luft extrem, extrem dünn. Wie war das für dich? Ja, für mich auch. Also ich kam ein paar Mal die Momente, wo ich einfach dachte, wo ist die Luft, wo ist sie? Einfach, weil du atmest und denkst, sie kommt nicht rein. Und gleichzeitig ist es einfach, es ist so ein schönes Gefühl, da ranzugehen an dieses Limit. Und ich, als du das erzählt hast, ich meine, das ist ja nichts, was ich gemacht habe. Nein. Also, es fühlt sich so gut an, wenn du da hingehst, wo du merkst, okay, ich muss kämpfen, ich schaffe das, ich tue das. Ich fühle den Berg, ich gehe in dieses Element und bin voll im Moment. Und auch wenn ich keine Luft habe, ich weiß, ich habe die Luft. Manchmal braucht es eben weniger, als man denkt, um ganz nach oben zu kommen. Ja. Wie bist du überhaupt drauf gekommen? Warum hast du es gemacht? Ich bin jemand, ich denke nicht viel nach. Ich stand vor dem Matterhorn im Sommer letztes Jahr 2020. Sowieso eine schlimme Zeit für alle Künstler. Uns wurde der Boden unter den Füßen weggezogen und das ist der Bühnenboden. Und ich war auch in dieser Phase, wo ich einfach dachte, wie geht's weiter? Was mache ich? Was tue ich? Und habe versucht zu fokussieren, was geht und was kann ich machen an der Stelle. Und ich habe gemerkt, ich brauche ein Ziel. Ich bin ein Mensch, ich brauche ein Ziel. Ich stand vor dem Matterhorn und dachte, irgendwann gehe ich da hoch. Und 3 Wochen später habe ich gesagt, und irgendwann ist jetzt, ich mache das. Hammer. Ist Nikita ist ein echtes Ziel. Ich sehe, du freust dich so. Ja, ne? Nein, über die Berge. Ja, das ist was Ähnliches. Aber vielleicht geht es jetzt hoch mit dir. Jetzt. Das sah schon krass aus. Ja. Ich habe schon Angst gekriegt. Also man muss sagen, das Matterhorn, denkt man, wenn man davor steht, schöner Berg, aber es ist ein gefährlicher Berg. Ne? Ja. In den letzten 150 Jahren seit der Erstbesteigung sind da über 500 Menschen verunglückt. Bitte was? Ja. Das ist ein ganz, ganz schwerer, sprich vom Todesberg, das ist also wirklich kein leichter Aufstieg. Also das Nein, hat schon es braucht wirklich Vorbereitung. Und dann kam die 100% Woman Peak Challenge. Das war jetzt noch bis zum Oktober, werden alle 4000er Berge in der Schweiz von Frauen bestiegen. Das heißt, das ist einfach eine riesen Frauengruppe, die entscheidet, okay, wir gehen hoch hinaus, der Berg macht uns stark. Und der Schweizer Tourismus hat gefragt, würdest du da mitmachen wollen? Und ich bin sehr froh, dass ich ja gesagt habe, weil auf dem Weg dorthin habe ich manchmal gedacht, was tue ich hier? Weil ganz ehrlich, ich habe sowas vorher noch nie gemacht. Ne? Also ich habe schon mal gewandert, aber das ist weit weg von Wandern, was ich da getan habe. Und das hat geholfen, auch miteinander so ein Ziel zu haben. Das geht auch nur gemeinsam. Das ist ja beim Klettern das Tolle. Du kannst es nur als Team schaffen, als Einzelperson gar nicht. Dominik, wäre das was für dich? Schwimmen nach Helgoland nicht, aber aufs Matterhorn? Ja, in die Berge gehe ich ganz gerne, ja. Aber Matterhorn weiß ich nicht. Also das ist so mit dem angeseilt nach oben, steil nach oben. Ja, klettern auch. Und dann mit meinem Knie wieder runter. Ah, jetzt das vor allem mit dem Knie runter, weil ich habe zum Beispiel auch das Runtergehen total unterschätzt. Das ist beim Bergsteigen wirklich. Runter ist teilweise oft mal schwieriger als hoch. Aber es ist ja wichtig, dass man, egal was, man darf ja diese Leistung jetzt, irgendwie auch das, was du gemacht hast, also Respekt da natürlich davor, das darf man ja nicht auf sich jetzt projizieren. Jetzt, ne, so. Aber einfach, es gibt ja Leute, die sind dann irgendwann, also entschuldige, die sind dann irgendwann über 60 und sagen, oh Gott, hier ist alles vorbei. Ne? Ich wollte doch noch so und so. Ja. Ja? Also wenn man einfach mal sagt, so, ich nehme jetzt mal was vor, am besten ich außerhalb meiner Komfortzone und mach das. Ich gehe dann diesen Weg, ja, und plane nicht immer nur und plane und klebe am besten noch Carpe Diem aufs Auto, sondern ich mache es einfach. Ja. Aber nicht den heutigen, den morgigen. Ich fühle mich ganz schlecht. Wenn ich dann nicht aufs Matterhorn schaffe, sondern irgendwo im Sauerland hängen bleibe, ist ja auch super. Ja? Da bin ich bis mal losgegangen. Ja. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich fühle mich schlecht. Wir finden was. Wir beide. Wir beide. Sollt euch doch gut fühlen. Hast du jetzt also so ein bisschen, kann ich auch vorstellen, wenn man so einmal gemacht hat, dass man sagt, oh ja, das ist toll, mache ich wieder so einen nächsten Gipfel, den du erklimmen willst? Ich glaube, ganz so hoch hinaus, so gefährlich brauche ich es jetzt nicht immer wieder, aber definitiv das Klettern für mich entdeckt und die Berge nochmal von einer anderen Seite, weil es tatsächlich, ich habe diese Sehnsucht, wenn man das mal gespürt hat, das Gefühl von dem Moment zu sein, das habe ich in den Bergen das erste Mal so erlebt und das ist tatsächlich etwas, was ich nicht mehr gehen lassen möchte in meinem Leben. Das ist vielleicht auch eine gute Überleitung. Alles, was du brauchst, heißt das neue Album. Mhm. Ist das so etwas, wo du sagen wirst, nach den Erfahrungen, das ist das, was ich eigentlich brauche, zu lernen, mehr im Moment zu leben? Ja, und vor allem auch auf sich, bei sich anfangen und nicht im Außen zu suchen. Und bei diesem Song geht es eben auch, verlasse deine Komfortzone. Der erste Schritt ist das, wo es beginnt. Mhm. Und ich habe alle Lieder, die ich singe, singe ich in erster Linie auch mir erstmal, um mich zu motivieren, um mich zu neuen Zielen
begehen. Und in meinem Fall, ich brauche neue Ziele. Ich genieße das, auch über die Grenzen hinauszugehen. Und die Musik hat diesmal, das war so schön, die Berge haben die Musik inspiriert. Und die Musik hat mich am Berg inspiriert. Und das war das erste Mal, wo ich wirklich nochmal ganz neu auch solche Energie spüren durfte. Alles, was du brauchst. Wir wollen auch mal reinhören. Du hast uns zum Glück was mitgebracht. Super. Okay, wer das, ist das Ihre Musik? Meine Musik? Ja? Eher nicht. Was haben wir gesagt? Tuba wäre jetzt, oder? Posaune, genau. Ja, ich bin auch Posaune, also ich stehe mehr auf Jazz oder auf Big Band Musik. Mhm. Ja. Ja. Für Sie ist Schlager, Pop, Musik. Also ich höre das ganz gerne. Ich habe auch DSDS geguckt. So was mache ich tatsächlich auch. Ja. Das macht nämlich sofort gute Laune. Das ist mir. Wir haben davor nämlich schon drüber gesprochen. Ne? Wir haben gleich getanzt. Jörg war emotional schon angefasst, wie von jedem Schlager. Und ich, was ich aber besonders toll total. In diesem Video sind die Tänzerinnen, weil die nämlich anders aussehen als die Tänzerinnen, die man in den meisten Videos sieht. Das finde ich richtig toll. War sehr, sehr bewusst gewählt, denn alles, was du brauchst, ist auch die Message dahinter. Nicht diesem Klischee zu gelten, wie man auszusehen hat, sondern hey, ich stehe zu dir, du bist gut, wie du bist und mach den ersten Schritt auch dahin, zu dir zu stehen. Das ist der wichtigste Schritt. Wir haben ja vorhin tatsächlich auch über das Älterwerden gesprochen und DSDS, wo alle noch reden, das ist ja nun auch schon wahnsinnig lange her und jetzt mit 33. Auf dem Album sind ja auch Titel, die hättest du wahrscheinlich mit 20, 22 nicht angepackt. Es geht auch um häusliche Gewalt zum Beispiel und so. Wie kam es? Also war das jetzt ein Alter, wo du sagst, es interessiert mich plötzlich, ich beschäftige mich damit, wie bist du dazu gekommen? Ja, ich denke, so um die 30 rum passiert schon was. Plötzlich beschäftigt man sich mit anderen Dingen als mit 20. Und mir ist einfach auch bewusst geworden, ich bin wahnsinnig dankbar für mein Leben und ich bin dankbar für eine Öffentlichkeit, die ich habe. Durfte schon viel, viel erleben, aber mir wurde auch ganz anders bewusst und neu bewusst, dass ich hier eine Stimme habe, nicht nur zum Singen und Leuten natürlich Kraft und Liebe zu schenken und gute Energie. Ich habe auch eine Stimme, um auf Themen aufmerksam zu machen, um Dinge anzusprechen, um Menschen ein Gehör zu geben, die vielleicht nicht gehört werden. Und das hat mir noch mal was ganz Neues in mein Leben gegeben, was einfach noch mal mehr Sinnhaftigkeit auch in dem gibt, in dem, was ich tue. Und das ist sicher etwas, was um die 30 bei mir jetzt passiert ist im Prozess. Mhm. Jetzt geht es ja so langsam wieder los. Du hast auch die lange Durchstrecke, wie alle Künstler und alle auch, die dranhängen, ob das die Bühnenleute sind, die Techniker sind, sonst was. Wie guckst du jetzt in die Zukunft? Du bist ja immer so ein positiver Mensch. Wie siehst du es denn jetzt für dich? Ja, ich bin ein positiver Mensch und ja, ich habe die Hoffnung und den Glauben und gleichzeitig um die 30 rum wird man auch ein bisschen realistischer. Es bleibt eine Herausforderung, glaube ich, diese Zeit für uns alle. Ich möchte das Gute sehen und hoffe, dass wir uns bald wieder näher kommen können. Nicht nur in der Bühne, ich glaube, so die Distanz der Menschen, das sehe ich einfach in der ganzen Gesellschaft. Das würde ich uns wünschen, dass wir uns bald wieder näher kommen dürfen, weil in der Nähe ganz viel auch liegt, um eben Themen zu besprechen, um sich zu verstehen und sich zu erfüllen, dass vielleicht die Zwischentöne, nämlich die man nicht anspricht, besser ersichtlich sind. Und das wünsche ich mir vor allem, dass das wiederkommt, die Nähe. Du lebst ja immer noch in deiner Heimat, dort, wo du groß geworden bist. Stimmt eigentlich diese Geschichte, die man von dir erzählt, dass man dich auch anrufen kann als guter Freund, wenn man mal wieder Schränke aufbauen muss, weil du handwerklich wahnsinnig begabt bist? Ja, ich bin gut im Schränke aufbauen, das ist tatsächlich so. Ja. Ich mag Schränke aufbauen, vielleicht weil ich so viele Schuhe und so viele Kleider habe. Habe ich darin sehr, sehr gute Übungen. Ja. Und ist es richtig, du wohnst in einer 2,5-Zimmer-Wohnung? Ja, das stimmt. Aber die Kleider sind da nicht. Wo sind die Kleider? Wo sind die sind im Estrich oben. Ach im so. Estrich oben, also im Dach. Also im Dachboden. Ja, im Dachboden. Ja. Estrich ist in Deutschland das, was unten ist. Also der Estrich oben. Ist bis oben. Das ist genau, das ist der Dachboden. Ja. Siehst du? Aber sonst braucht es ja eigentlich nicht viel. Also klar, es gehört zu meinem Beruf dazu. Ja. Aber ansonsten,
Ich mag es lieber klein und ich bin gerne auf Reisen. Ich liebe es, auf Reisen zu sein und das ist sicher auch eine große Sehnsucht. Du hast vorhin noch als erstes gesagt, ich war seit meiner Besteigung des Matterhorns nicht mehr richtig zu Hause. Du hast richtig Sehnsucht. Jetzt geht es, glaube ich, für einen Tag nach Hause und dann geht es wieder los wahrscheinlich. Ja, es geht ganz kurz nach Hause und dann gleich weiter. Aber es ist völlig okay. Ich freue mich natürlich. Ich habe ein neues Album, 16 neue Songs. Ich darf unterwegs sein. Ich habe sehr viele Termine und ich habe es ja auch vermisst. Ich habe es sehr vermisst. Also von daher ist es ein Geschenk, wieder unterwegs zu sein. So, ich bin gespannt, wer beim nächsten Mal als Schweizer Künstlerin bei uns ist. Ja, wir müssen die Tradition fortsetzen. Das gibt mir zu denken. Ja, Beatrice Egli, vielen, vielen Dank. Ne? Dankeschön. Nein, danke. Tollen Runde und natürlich auch bei unserem tollen Publikum zum zweiten Mal. Er ist wieder hier im Publikum. Ja, nächste Woche sind Barbara. Nächste Woche sind Barbara und Susanne wieder da. Unter anderem mit Gabriela Schmeide, tolle Schauspielerin, mit Bosse und mit Dr. Johannes Wimmer und vielen tollen anderen Gästen. Ja, und wir haben heute ja über das Älterwerden gesprochen. Damit hat auch die nächste Sendung zu tun. Wir werden immer älter. Der Nachwuchs muss ran. Deshalb gibt es die NDR-Talkshow nämlich deep und deutlich mit den jungen Kolleginnen und Kollegen. Viel Spaß, bleiben Sie auf jeden Fall dran. Das jetzt in Ihrem NDR-Fernsehen. Ansonsten geniales Wochenende und bis bald. Dankeschön. Vielen Dank den Gästen. Danke. Tschüss.